Format gewählt, um die Kunden, die Brenner zu erreichen. Und es hat sich auch bewährt. Gerade in Zeiten von Corona konnten wir doch 300 Teilnehmer erreichen mit diesem Seminar und wir waren sehr über diese Tragweite im deutschsprachigen Raum positiv überrascht. Deswegen haben wir uns auch wieder trotz sinkender Inzidenzzahlen dazu entschieden, dieses Format zu wählen. Aber warum machen wir das Ganze? Allein in Deutschland, nicht nur im deutschsprachigen Raum, gibt es offiziell 30.000 Kleinbrenner. Und die haben einen wirklich wichtigen Beitrag beim Erhalt der Streuobstkultur im süddeutschen Raum. Aber nicht nur hier im süddeutschen Raum, auch in der Schweiz, dem Elsass, Österreich und auch Südtirol gibt es diese Brennereistruktur, bei welcher Obst und Weinbau oft gekoppelt sind und wo kleine landwirtschaftliche Strukturen zusammenkommen. In Zeiten von rückläufigem Alkoholkonsum kann nur noch über die Qualität verkauft werden. Und das ist auch speziell bei Spirituosen so. Denn der Geschmack und das Aroma animiert den Kunden zum wiederholten Kauf. Und dieses Qualitätsdenken beginnt bei der Selektion der Früchte oder anderer Rohwaren und zieht sich durch den kompletten Prozess bis hin zur Abfüllung. Auch jahrgangsbedingte Schwankungen werden kaum noch vom Endverbraucher akzeptiert, wodurch Prozessoptimierung ein wesentlicher Bestandteil im Qualitätsdenken jedes Einzelnen sein sollte. Fehler müssen vermieden werden und es muss präventiv eingemeischt und vergoren werden, damit keine kurativen Reinigungsbrände mit Kalkmilch oder andere Dinge durchgeführt werden müssen. Erstens verlieren sie Aroma und zweitens ist die Energie so teuer wie noch nie zuvor. Wir haben hier heute drei Referenten gewinnen können, welchen Ihnen die neuesten Erkenntnisse zu diesem Thema Einmeischen und Vergären erläutern können. Und dann werde ich auch schon den Stab übergeben an Dr. Dirk Hoffmann. Dirk Hoffmann ist Leiter des Bereiches der Frucht- und Brennereitechnologie an der staatlichen Lehr- und Versuchsanstalt für Wein- und Obstbau in Weinsberg. Das mittlerweile schon seit knapp 10 Jahren. Und sein Thema heute ist die Optimierung der Destillation von Obstmeischen, wenn ich das so richtig mir aufgeschrieben habe. Dann Dirk, das Auditorium gehört dir. Ja, vielen Dank und schönen guten Morgen auch von mir. Ich freue mich, dass ich heute hier referieren darf. Ich hoffe, man sieht die Präsentation. Jawohl. Wunderbar, dann können wir starten. Wie schon einleitend erwähnt, werden wir uns heute ein bisschen mit einer Arbeit, die wir auch schon publiziert haben, beschäftigen. Es geht um die Optimierung der Destillation von Obstmeischen am Beispiel Williams-Christ-Birnenbrand. Es geht dabei speziell um den Einfluss der Fermentation auf die spätere Destillation unter bestimmten weiteren Berücksichtigungen von, sagen wir mal, Verfahrensstrategien. Bevor wir in das Thema tief einsteigen, möchte ich Sie kurz auf einen Exkurs mitnehmen. Und zwar in eine Grundlagendiskussion, wie man Versuche designen sollte, was Sie sicherlich alle noch aus Ihrer Schule oder Studienzeit vielleicht kennen, ist die Strategie, dass man eben eine Variable, einen Faktor sozusagen zu einer Zeit verändert. Ich habe jetzt hier das Beispiel Kuchenbacken gewählt. Das dürfte den meisten vertraut sein. Stellen Sie sich vor, Sie haben ein Kuchenrezept, das Sie seit Jahren praktizieren, Ihnen gut vertraut ist und Sie haben jetzt einen neuen Ofen bekommen. Ja, der alte war defekt und wurde ersetzt. Sie backen das Rezept mit denselben Zutaten, demselben Verfahren und stellen fest, der Kuchen ist einfach nicht so, wie er im alten Ofen war. Dann würde man überlegen, was kann ich denn jetzt variieren an Parametern, um den Kuchen doch noch etwas besser zu bekommen. Ja, die klassische Vorgehensweise wäre dann, ich schaue mir mal die Temperatur an und variiere vielleicht die Backtemperatur in 20 Grad Schritten, um mich ein bisschen
zu verbessern. Wenn man jetzt statt 180 Grad bei gleicher Backzeit dann eben mit 200 arbeitet und es ist noch nicht zufriedenstellend, aber es wurde schon besser, dann könnten wir auch mal 220 ansetzen. Und Sie sehen, ich habe eine Größe, die ich zu einer Zeit variiere. Dass das nicht unbedingt eine lineare Ausgabefunktion ist, also sprich, ich erhöhe jetzt die Temperatur immer in 20 Grad Schritten und kriege auch immer den gleichen zusätzlichen Erfolg im Backvorgang. Das ist rechts in der Abbildung ein bisschen dargestellt. Sie sehen, das ist hier nicht linear, also das heißt ja nicht zwangsläufig, dass die Schritte immer gleich wirksam sind. Auch solche Funktionen können ja vorliegen, das wissen Sie aber vorher nicht. Ja? Keiner weiß es, deswegen probieren wir die Dinge ja aus. Ein bisschen schade ist natürlich, wenn ich jetzt bei 200 Grad bin und bin immer noch nicht zufrieden, könnte ich auch mal die Backzeit variieren. Aber dann wird man die Temperatur wieder konstant halten, um eben dann mit ein paar Minuten mehr bei gleicher Temperatur zu sehen, habe ich jetzt noch eine Steigerung oder eine Verbesserung im gewünschten Modus oder eben nicht. Das ist so die klassische Vorgehensweise. Etwas moderner ist, dass man eben verschiedene Größen zeitgleich variiert. Jetzt kann man natürlich sagen, naja, wenn ich jetzt die Temperatur und die Zeit gleichermaßen variiere, also zum selben Zeitpunkt, dann sehe ich ja nachher nicht mehr, was hat mir denn jetzt den Erfolg eigentlich gebracht. Die Temperaturerhöhung, die Zeitveränderung, im Zweifel sogar beides, aber ich weiß ja nicht, warum es jetzt besser funktioniert. Das ist aber nur auf den ersten Blick so. Wir sind tatsächlich in der Lage, mit entsprechenden Modellen das heute sehr gut zu quantifizieren und zuzuordnen auch, woher kommt denn jetzt eigentlich der wesentliche Beitrag und was ist vielleicht die entscheidende Stellschraube. Wie Sie dann sehen in der Darstellung nach rechts, haben wir definitiv eine 3D-Auswertefunktion. Also wir kommen weg von einem planaren System in ein mehrdimensionales in der Regel und können dort auch nicht linear auswerten. Was hat das alles mit Brennerei zu tun? Im Grundsatz ist das nichts viel anderes. Ja, wir haben einen Prozess, der von verschiedenen Einflussgrößen abhängt und am Schluss in einem Endprodukt mündet, das qualitativ und auch von den Gesamteigenschaften maßgeblich von den Einflussgrößen im Vorfeld letztlich abhängt. Kommen wir also zum eigentlichen Thema. Ja, ich hoffe, die Grundlagen, warum wir so verfahren, wie ich es gleich vorstelle, sind jetzt klar. Wir haben bei Williams-Christbirnen oder auch vielen anderen Birnensorten häufig höhere pH-Werte. Ich sage jetzt mal um die 4, ja, vielleicht sind es mal 3,7, 3,8 bis 4, vielleicht auch mal 4,1, 4,2. Hängt ja auch ein bisschen vom Jahrgang ab. Habe ich ein Trockenstressjahr? Wie war die Behangsdichte? Habe ich Alternanzeffekte und so weiter? Natürlich gibt es dann Standardempfehlungen. Ja, in der Fachliteratur finden sich in der Regel Angaben zum Ansäuern. Das kann man pauschal machen, man kann es aber auch genauer machen, wer einen pH-Meter zum Beispiel einsetzt oder auch einen einfachen pH-Streifen, sieht ja relativ schnell, in welchem Bereich er sich dann nach einer Applikation von einer Säure, egal ob jetzt anorganisch oder organisch, am Ende ist. Manche destillieren dann nach kürzerer Lagerzeit, nach Gärende, also wenn die Maische dann endvergoren ist, hoffentlich möglichst endvergoren ist, wird nochmal nachgelagert. Ich habe jetzt bewusst den Begriff kurz gewählt, ja, denn der ist ein bisschen dehnbar. Bei manchen ist die Zeit dann, sage ich mal, wenige Tage. Andere haben dann wenige Wochen und manch einer hat vielleicht sogar doch wenige Monate. Und auch da gibt es gewisse Unterschiede, die einen Einfluss haben. Aber was hat eigentlich den größten Einfluss auf das Enderzeugnis? Und was kann ich eigentlich selbst in meiner Brennerei machen, um durch bestimmte Maßnahmen und vielleicht vorliegende Wechselwirkungen besser abzuschneiden, als wenn ich klassisch verfahre? Und dann gibt es noch das Thema Kalk. Vorhin fiel schon das Stichwort Kalkmilch. Welche Applikativform wir dann wählen am Ende ist, sage ich mal, fast relativ. Die Frage ist einfach, bringen diese Dinge tatsächlich was, wenn ich keine Fehlermaische habe? Ja, also sprich, ich habe gar keinen Essigstich und wende es trotzdem an. Gibt es da positive Belege oder ist das eher ja, Spielerei vielleicht oder habe ich tatsächlich sogar einen Negativbeitrag? Alles Fragen, die es auch mal zu klären gilt und die in dem Kontext so noch nicht betrachtet wurden. Ich habe mir dann überlegt, bevor wir das Ganze gestartet hatten seinerzeit, was wohl alles relevant sein könnte. Ja, und habe erst einmal ein bisschen telefoniert und habe einfach festgestellt, die Verschlussbrennereien, die wir ja auch
nennenswert haben, verarbeiten in der Regel sehr viel Rohware. Ja gut, die können natürlich auch sehr viel mehr produzieren als die Abfindungsbrenner. Die säuern wiederum nicht an, zumindest nicht alle, einige machen es trotzdem. Und alle sind aber bestrebt, relativ zeitnah nach Gärende zu destillieren. Hängt einfach damit zusammen, die haben ein bestimmtes Tankvolumen. Natürlich ist die Ernte auch nicht endlos lang, nur weil man Verschlussbrenner ist. Und natürlich muss man dann den Gärraum mehrfach belegen. Das schafft man aber nur, wenn man eben sehr zügig verfährt und runterbrennt und direkt wieder belegt mit dem nächsten Maischematerial. Daraus ergibt sich so ein bisschen ökonomischer Vorteil, weil ich Zeit- und Kostenersparniseffekte habe. In der Regel sind aber die Verschlussbrennereien auch mit sehr guten Produkten am Markt unterwegs. Bei den Kleinbrennereien wiederum findet man eher diese Applikation einer Kalkanwendung vor der Destillation, also quasi Maische einfüllen, jetzt den Kalk dazu, noch einen Antischaum, Tür zu und los geht's mit dem Abtrieb. Das ist eher dort verbreitet, allerdings auch nicht in allen Regionen. Jetzt muss man ein bisschen überlegen. Das Lehrbuch sagt ja, wenn wir ansäuern, unterdrücken wir die Aktivität von Bakterien und Wildhefen. Wenn wir jetzt nicht ansäuern, sind die ja definitiv nicht eingeschränkt in der Aktivität. Habe ich damit dann vielleicht weniger Ausbeute? Ja, denn die produzieren ja nicht zwangsläufig Ethanol. Eventuell wird auch Ethanol schon wieder weiter verstoffwechselt. Was bringt mir dann einen Kalkzusatz überhaupt? Ja, oder eine pH-Anhebung vor der Destillation? Denn nichts anderes als das passiert ja, wenn ich den Kalk reingebe. Wenn Sie nach Kalkanwendungen in der Fachliteratur schauen, dann finden Sie in der Regel Beschreibungen für Fehlerkorrekturen, wenn ich einen leichten Essigstich in der Maische habe oder vielleicht auch ja, ein bisschen ausgeprägteren Essigstich, dann kann man entsprechend durch diese pH-Wertverschiebung, die dann stattfindet, den Übergang der Essigsäure ein Stück weit unterdrücken und den Fehler damit ein bisschen korrigieren. Im Idealfall komplett korrigieren und habe damit eben eine bestimmte Wirkung. Aber wenn ich gar kein Fehlermaischematerial habe, welchen Vorteil habe ich dann vielleicht trotzdem? Da muss man ein bisschen einschränken. Natürlich haben wir jetzt wahnsinnig viele Möglichkeiten. Ja, wir könnten jetzt den pH-Wert variieren, das haben wir auch getan. Man kann den Kalkzusatz einzeln abfragen, auch das wurde gemacht. Man könnte noch überlegen, mache ich Nährsalzanwendungen zusätzlich oder mache ich verschiedene Hefen? Versuche es vielleicht auch mit kofermentativen Ansätzen. Also da gibt es relativ viel Spektrum und wir haben es ein bisschen eingegrenzt. Im Wesentlichen ist aus der Literatur auch bekannt, dass wir eine Abhängigkeit des Stoffwechsels der Reinzuchthefe haben vom pH-Wert. Wir haben auch Daten dazu, dass die Hefezellen bei tiefen pH-Werten relativ gestresst sind. Also wenn sie beim Ansäuern übers Ziel rausrauschen sozusagen und sie enden nicht bei 3,2 bis 3, sondern es geht weiter runter Richtung 2,5 oder 2, ist ja bekannt, dass die Hefe dann auch nicht mehr ideal arbeitet. Die Aktivität von Wildhefen und Bakterien sollte man sich immer merken, auch wenn wir es jetzt durchgehen in den Unterlagen, dass die einfach nur verringert wird. Ja? Verringert heißt aber nicht, dass sie komplett null ist. Also auch wenn wir eine angesäuerte Maische haben, haben wir noch eine gewisse Restaktivität, die aber vielleicht auch nicht weiter stört, wenn wir nicht monatelang stehen lassen nach Abschluss der Gärung. Da muss man immer aufpassen, wie hoch ist die Belastung, welche Lagerzeit habe ich tatsächlich, um da nicht in einen gewissen Gefahrenbereich zu kommen. Typischerweise kann man dann zusammenfassen, wir haben in der Praxis pH-Werte in den Maischen zwischen 4, das haben die Leute, die eben keine Säurezugabe verwenden, und vielleicht Richtung 3,2 oder irgendwas dazwischen, wenn mit einer Säure Zugabe entsprechend der pH-Wert abgesenkt wurde. Ja. Die Kalkung haben wir einfach punktuiert zugesetzt. Und dann ist auch die Frage, brauche ich noch beide Maßnahmen vielleicht in Komplementärwirkung, die sich auch verstärken können? Und gibt es dann Wechselwirkungen? Ja, also sprich, ich habe mal einen positiven, mal einen negativen Beitrag. Wurde so noch nicht groß untersucht oder auch nicht bearbeitet. Wir kommen also bei einem Modell raus, das im Wesentlichen die Lage des pH-Wertes abbildet, den Kalkzusatz hinterfragt. In diesem Fall stelle ich jetzt die Daten vor, wenn man Spiriferm Classic aus dem Hause Erbsler als Reinzuchthefe einsetzt, wie sich das Ganze dann verhält. Ich sage es auch gleich, es hängt vom Hefestamm ab, wie die Ergebnisse sind. Wir haben auch eine andere Hefe getestet. Auch diese Daten wurden schon veröffentlicht und
man sieht dann deutlich Unterschiede. Also gucken Sie immer darauf, dass Sie das an einem bestimmten Reinzuchthefestamm betrachten, denn stammübergreifende Aussagen sind damit nicht möglich. Wir haben in unserem Versuchsaufbau exakt gleiche Bedingungen für alle Varianten gewählt. Klarer Fall, wir haben 100 Kilo Maische, die verteilen wir auf 10 mal 10 Kilogramm, destillieren auf einem 20 Liter Tischgerät mit 3 Siebböden ohne Katalysator, lagern die Brände hochprozentig einige Wochen zwischen, setzen dann runter auf Trinkstärke, machen eine Kältestabilisierung, Filtration in Kälte, anschließend geht es in geschultes Panel zur verdeckten Verkostung und dort arbeitet das Panel mit dem Hohenheimer Verkostungsschema mit den 20 Punkten. Das heißt, wir haben 4 verschiedene Prüfgrößen mit einer Maximalpunktzahl von jeweils 5 und verrechnen auf einer 20er Skala. Ja, dann ist natürlich interessant, wie verhält es sich denn mit dem Mittellauf? Ja, habe ich da Unterschiede? Unterschiedliche Mengen Trinkalkohol vielleicht realisierbar, je nach Behandlung und Verfahrensweise. Welche sensorische Qualität habe ich denn dann? Habe ich nur mehr Mittellauf oder ist die Qualität dann noch gut oder wird die schlechter? Bringt eigentlich Kalk dann den entscheidenden Vorteil oder eben doch die pH-Wertverschiebung durch Ansäuern oder eben nicht Ansäuern? Und wenn ich mit dem Kalk arbeiten will, wie viel sollte ich eigentlich dosieren? Speziell, wenn ich keinen fehlerhaften Maische-Start habe. Ja, also sprich, die Maische ist völlig unauffällig und ich will es trotzdem anwenden. In der Übersicht schaut das dann so aus. Wir haben einmal den pH-Wert von 4 bis 3,2 und wir haben die Kalkung von 0 bis 200 Gramm je Hektoliter. Das ist der typische Anwendungsbereich, in dem man sich da bewegt. Natürlich die 0 ist drin, um zu sehen, was liegt denn vor, wenn wir überhaupt nicht Kalk applizieren. Insgesamt ergibt sich daraus in unserem Versuchsaufbau eine Kombination aus 8 unterschiedlich modifizierten Einzelproben und 2 Kontrollproben, mit denen wir quasi prüfen, wie stabil ist das Ganze und sind die Berechnungen, die wir anstellen, nachher auch an der Kontrollstelle jeweils reproduzierbar. Das heißt, so eine Art interne Eigenkontrolle, ob das, was nachher passt, eigentlich auch gesetzt ist. So, dann muss man sagen, haben wir verschiedene Ziele, hatte ich ja schon erwähnt. Und jetzt schauen wir uns einfach mal an, was dabei rauskommt. Fangen wir auf der linken Folienhälfte an mit dem Diagramm. Sie sehen unten auf der Skala den pH-Wert von 4 links außen fallend auf 3,2 nach rechts. Also sozusagen von links nach rechts die Ansäuerung oder Säurezugabe. Und von unten nach hinten den Kalkzusatz, ja, von 0 bis 200 Gramm je Hektoliter. Was sieht man noch? Ein paar Farbringe und oben steht was von Milliliter, Mittellauf literreinem Alkohol pro 100 Kilogramm. Und dann sehen Sie unten noch eine kleine Zahlenlegende. Ja, jetzt, das ist so mal die Übersicht. Was kann man jetzt konkret ablesen? Fangen wir vielleicht mal links unten an bei pH 4 ohne Kalk. Sie sehen, da haben wir im Mittellauf so um die 0,8 bis 1 Liter Reinalkohol gewonnen aus 100 Kilo Maische. Das ist nicht spektakulär viel. Ich sage es Ihnen auch gleich, warum. Wir haben jetzt nicht die wahnsinnig guten Williams-Birnen hier verarbeitet. Wir haben ein Durchschnittsmaterial verwendet. Das hat den einfachen Hintergrund, wenn Sie mit einem Spitzenmaterial einsteigen, sieht man einfach nicht so viel Variation. Ja, denn auch wenn es nicht ganz so gut läuft, sind die Birnen vielleicht einfach zu gut, um deutlich zu variieren. Das heißt, bei pH 4 ohne Kalkzugabe liegen wir ungefähr bei einem Liter Reinalkohol. Wenn wir jetzt bei pH 4 bleiben, fermentieren und am Schluss vor der Destillation bis zu 200 Gramm pro Hektoliter Kalk zugeben, sehen Sie, es gibt einen steilen Weg bergauf. Das ist dieser grüne Pfeil in der Mitte. Wir bewegen uns dann von 0,8 bis 1 rauf bis an die Spitzenwerte zwischen 2,4 und 2,5 Liter reinem Alkohol an Mittellaufanteil. Das klingt jetzt erst einmal ziemlich viel. Das ist Faktor 3. Ich sage mal, in der Praxis Faktor 3 finde ich jetzt auch extrem gut. Ja. Ich weiß nicht, ob wir das nochmal so schaffen, aber 2 bis 2,5 haben wir bei anderen Fruchtarten gesehen, sind absolut realistisch. Das klingt schon mal sehr gut. Schauen wir uns den Rest noch ein bisschen an. Lehrmeinung ist ja, Ansäuern hilft insgesamt. Ja, wenn wir uns also jetzt säuerungsmäßig bewegen, von links nach rechts, unten auf der Achse von 4 auf 3,2,
dann sehen Sie an dem blauen Pfeil, wir kommen von der tiefblauen Zone in dieses graue Feld und springen immerhin einmal von 0,8 auf ca. 1,4 Liter Mittellaufanteil. Sprich, der abscheidbare Trinkalkoholanteil hat leicht zugenommen, wird auch der Lehrbuchbeschreibung entsprechen, dass man durch das Ansäuern insgesamt einfach ein bisschen mehr Mittellauf vielleicht gewinnen kann. Weil die Bedingungen besser sind, Wildhefen unterdrückt werden und so weiter. Wenn wir jetzt beim Ansäuern bleiben und schauen rechts bei der 3,2 dran und geben nochmal Kalk dazu, dann sehen Sie, wir bewegen uns von dem grauen Feld in dieses leicht rötliche Feld und kommen auch deutlich höher raus. Also der Weg hier in diesem Fall der Mittellaufmengensteigerung ist offensichtlich ein recht guter, egal ob wir uns jetzt für eine Ansäuerung entschieden haben vor der Kalkanwendung oder eben nicht. Wechselwirkungen zwischen Kalk und pH-Wertverschiebung haben wir minimal, ja. Insgesamt können wir aber von einer deutlichen Steigerung zunächst einmal ausgehen. Jetzt kann man natürlich spekulieren, woher kommt der Mehranteil an Mittellauf? Ja, der kommt ja aus dem Gesamtalkohol. Das ist diese Darstellung. Wir haben natürlich auch das bilanziert und Sie sehen, natürlich gibt es Schwankungen. Ja, die Hefe kommt vielleicht bei pH 4 ein bisschen besser damit zurecht, bildet tendenziell eher ein bisschen mehr Ethanol als andere Stoffwechselprodukte, als vielleicht jetzt bei 3,2. Die Kalkzugabe hat hier mehr oder minder so einen Pseudo-Effekt, sage ich mal. Sie sehen keinen bis einen sehr geringen Effekt, wenn wir mal davon ausgehen, dass alle Proben eine Gesamtausbeute von 4,9 Litern generiert haben, dann schwankt es hier um die 4,9 mit plus minus 0,1. Das ist, denke ich, eine übliche Verteilungsschwankung, anhand der wir aber sehr gut sehen, dass eben der Mittellaufanteil definitiv durch einen früheren Schnitt oder Ausstieg aus dem Vorlaufbereich und einen deutlich späteren Wechsel in den Nachlauf resultiert. Wo soll es denn auch sonst herkommen? Ja, wir können es ja nur aus dem Gesamtalkohol ziehen. Wenn wir jetzt mal in die Sensorik schauen, da ist es auch ganz interessant. Ja, es ist immer dieselbe Darstellung. Sie sehen es, links ist immer pH 4, rechts pH 3,2 und der Kalk nach hinten. Da sieht man jetzt, wenn wir wieder bei der 4 bleiben und quasi nicht ansäuern und trotzdem kalken vor der Destillation, wird es ein bisschen besser. Das sind jetzt 0,2 Punkte im Gruppendurchschnitt. Das ist nicht schlecht, aber auch nicht wahnsinnig viel. Wenn wir nur ansäuern von pH 4 auf 3,2, den pH-Wert absenken, sieht man, naja, wir kommen von 3,7 so ein bisschen auf 3,5. Das sind auch um die 0,2 Punkte. Das kann jetzt auch so ein gewisser Gruppeneffekt sein. Oder einfach auch hedonisch begründet, auch hier nicht der Wahnsinnsunterschied. Wenn man aber angesäuert hat und nochmal Kalk dazu gibt, dann ist die Bewertung offensichtlich zumindest im Geruch irgendwie doch abgestraft. Ja, dann sind es nur noch um die 3,3 und ich sage mal zwischen 3,9 und 3,3, das sind dann schon deutliche Unterschiede. In der Typizität ist es sehr eindeutig. Ja, die Bewertung ist sehr stabil, egal ob wir bei pH 4 fermentieren und destillieren oder angesäuert haben und bei 3,2 destillieren und vorher fermentieren. Es spielt dann auch bei 3,2 keine Rolle mehr, ob wir den Kalk jetzt dazugeben oder nicht. Die Bewertung ist mehr oder minder im selben Feld, wunderbar erkennbar an der Blaufärbung. Das Band läuft ja quasi einmal unten entlang und Sie sehen, da tut sich einfach nichts, ja, egal was wir machen. Den einzig guten Shift oder deutlichen Shift haben wir, wenn wir bei pH 4 bleiben, also sprich nicht ansäuern und dann direkt eine Kalkanwendung vor der Destillation einbauen. Da gibt es deutlichen Anstieg, ja, wir kommen dann von 3,4 auf 3,7, 3,8. Das ist schon mal ziemlich gut und definitiv eine interessante Sache. Bei der Intensität sieht es sehr ähnlich aus. Es ist so ein bisschen sogar erkennbar, dass die Säuerung bei der Bewertung eher einen leichten Rückgang auch generiert hat. Ob man dann nochmal Kalk zugibt oder nicht nach Ansäuern, spielt wieder keine Rolle. Es ist indifferent. Wesentlich gute Ergebnisse haben wir ja auch wieder gesehen, wenn man eben den nativen pH-Wert von um die 4 vielleicht lässt und einfach nochmal Kalk appliziert vor der Destillation. Also auch hier nochmal einfach eine intensivere Wahrnehmung des Ganzen in der Bewertung. Und ich muss sagen, die Gläser waren noch ziemlich eindeutig. Also es gab wirklich extrem gute Varianten da drin, die auch sehr überraschend gut ankamen.
Und das zeigt sich auch hier in den Daten. Bei Nachhaltigkeit Abgang, also sprich, wie lange verbleibt das Produkt später im Mundraum und wie positiv ist die Wahrnehmung, sieht man einen ähnlichen Trend. Wiederum hier die Säurezugabe und spätere Kalkung bringt jetzt nicht den wahnsinnigen Sprung. Es ist fast interessanter, das Medium original zu belassen und ein bisschen Kalk einzusetzen. Wechselwirkungsseitig sind wir hier ein bisschen aufgestellt, aber eben jetzt nicht wahnsinnig stark. Wenn wir jetzt alle Daten verrechnen, also wir haben ja 4 verschiedene Zielgrößen in der Sensorikprüfung und jeweils 5 Punkte maximal je Zielgröße drin, also Geruch, Intensität und so weiter. Und 4x5 sind eben 20 Punkte und summieren das insgesamt aus und werden dann aus, dann sieht man hier, dass die Säurezugabe zu einem leichten Rückgang der Gesamtqualität führt, allerdings wirklich marginal und die Kalkung aber nicht hilft, wenn man angesäuert hat. Umgekehrt, wenn ich die Säurezugabe weglasse und gebe ein bisschen Kalk dazu, dann habe ich definitiv nochmal ungefähr einen Punkt auf der 20er Skala, den ich mir holen kann. Jetzt muss man es mal insgesamt betrachten. Ich habe quasi die Spielraumzone von ca. 2 Punkten auf der 20er Skala. Klingt jetzt mal erstmal nicht viel, weil 2 von 20 sind 10%. Aber man muss ja überlegen, bei dieser Skala sind 12 Punkte die Mindestpunktzahl. Das ist gerade noch die Bronzemedaille in der Prämierung und 20 ist mit dem Maximalwert unter anderem dann auch Gold. Wenn wir jetzt mal etwas bessere Rohware in Betracht ziehen und hypothesieren mal, ohne Säuerung und Kalkung kommen wir vielleicht bei 17 Punkten raus und hätten wir ein bisschen Kalk eingesetzt, hätten wir 19 bekommen können. Dann haben wir den Unterschied zwischen Silber und Gold in der Prämierung und ich denke, das ist durchaus interessant. Und dass Sie die Zahlen noch ein bisschen besser verstehen können, typischerweise nimmt man diese Verfahrensweise für technische Prozesse und andere Anwendungen, um dort im einstelligen Prozentbereich ein bisschen Optimierung zu bekommen. Wenn ich jetzt sehe, was im biotechnologischen Bereich möglich ist mit direkt zweistelligen Prozentzahlen, muss ich sagen, ist das eigentlich der Anwendungsbereich, in dem man unbedingt mit diesen Verfahren mal was machen muss, um vielleicht hier tatsächlich nochmal weiterzukommen. Denn ich finde es mittlerweile ganz attraktiv, muss ich ehrlich zugeben, und bin auch selbst überrascht, dass wir dort so gute Daten gewinnen konnten. Auch bei anderen Fruchtarten war das doch sehr eindeutig. Ich habe hier nochmal den Mittellauf und die Gesamtbewertungssensorik gegeneinander dargestellt. Jetzt sehen Sie natürlich einen gewissen Unterschied. Wenn ich ansäuere und noch Kalk dazugebe oder auch nicht, sei es drum, ja, dann kann ich meine Mittellaufmenge ein bisschen variieren, aber in der Sensorik gewinne ich nicht unbedingt viel dazu. Klar kann man sagen, ich will mehr Mittellauf haben, deswegen mache ich die Kalkung, auch wenn ich angesäuert habe. Gut, dann habe ich halt mehr Menge. Qualitativ bin ich nicht ganz so gut unterwegs, aber dafür fühle ich mich vielleicht sicher, ja, weil ich den bakteriellen Aktivitätsbereich doch einschränke. Für diejenigen, die vielleicht gerade im Verschluss unterwegs sind oder einfach auch sich die Zeit immer eintragen können, in der Abfindung muss man ja dann warten, bis die Genehmigung da ist. Jetzt mit der neuen Online-Anmeldung geht es auch ein bisschen schneller. Wer es schon gemacht hat, kann man wirklich empfehlen. Trotzdem haben Sie ein paar Tage Unsicherheit, ja, denn Sie müssten ja, während es noch in der Endphase der Gärung ist, schon den Antrag ausfüllen, egal ob jetzt online oder klassisch mitteilend. Und das ist so ein bisschen der Kniff, ja, in der Verschlussecke kann ich halt Tag und Nacht anfangen, ja. Wenn ich jetzt Zeit habe, kann ich jetzt loslegen. Ich brauche keine Genehmigung, ich muss halt mein Buch führen. Und die Uhr zählt ja mit. In der Gesamtbetrachtung, denke ich, ist klar, wenn wir bei PH4 bleiben, können wir zum einen schön in der Mitte rausschneiden und sind sensorisch auch noch gut dabei. Besser als im Vergleich mit klassischem Ansäuern und möglicher Kalkzugabe. Das ist doch mal ein schönes Ergebnis, denke ich, über das man definitiv nachdenken kann, wo wir auch weitermachen werden. Was kann man jetzt zusammenfassend schließen? Ja, wir wissen aus Literatur und jetzt auch aus verschiedenerlei Praxisanwendungen einfach, dass Hefen ein bisschen anders fermentieren, je nach Lage des pH-Wertes. Wir wissen auch, dass auf Basis dieser Daten man sich jetzt eigentlich überlegen sollte, ob ich wirklich ansäuern will oder muss oder ob ich es nicht anders organisieren kann. Hängt aber, wie gesagt, davon ab, bin ich in der Lage, zeitnah herunterzubrennen. Wenn ich von vornherein weiß, mein Arbeitsaufkommen ist so, dass das definitiv mehrere Wochen oder Monate stehen wird,
kann man eigentlich nicht guten Gewissens aufs Ansäuern verzichten. Was wir auch gesehen haben, ist, dass die pauschale Empfehlung, eine Kalkung vorzunehmen vor der Destillation, auch nicht immer zuträglich ist. Ja, Sie erinnern sich vielleicht an das entsprechende Diagramm. Und ich muss auch sagen, es hängt auch vom Hefestamm ab, ob das wirklich positiv nachher rauskommt. Deswegen keine pauschale Empfehlung an der Stelle. Angesäuerte Maischen insbesondere haben ja nicht bei allen Werten von der Kalkung profitiert. Gerade in der Sensorik war es ja doch etwas, ja, wenig, was man sehen konnte. Was auch bekannt ist und was sicherlich einen Teil des Hintergrundes liefert, ja, warum ist das eigentlich so, ist, dass die Lage des pH-Werts vor der Destillation die Flüchtigkeit von bestimmten Inhaltsstoffen aus dem Aromenbereich verändert. Man kennt es am Beispiel Essigsäure. Da habe ich ja die Blockung durch den pH-Anhebevorgang. Man hat dasselbe bei Schwefeldioxid beim Brennen von Wein. Auch da kann man ja einen pH-Wert auf 5,6 bis 5,8 hochziehen. Und dann destillieren und die SO2 geht nicht über, weil sie entsprechend als Salz gebunden vorliegt. Ja, wer sagt denn, dass das für andere Inhaltsstoffe nicht ähnlich gilt? Aus einem Fachgespräch habe ich auch schon erfahren, dass in der Messtechnik teilweise Stoffe fehlen, wenn Maischen ja doch intensiv angesäuert wurden. Also scheint es einen gewissen Einfluss auch zu haben, gerade auf bestimmte Estergruppen, wo man sich überlegen muss, ob das überhaupt als Pauschalempfehlung mit dem Ansäuern immer die gute Idee ist. Auf der einen Seite lösen wir mikrobiologische Probleme, zahlen aber auf der anderen Seite vielleicht auch einen Preis, den wir so noch nicht kannten. Abschließend kann man sagen, man braucht die Betrachtung mit diesen Wechselwirkungen, ja, denn dann kann ich definitiv sagen, okay, Kalken hilft oder hilft nicht. Ja, weil wenn ich es jetzt pauschal mache und sage, naja, ich schaue mal diesen Jahrgang an, habe ich vielleicht 3,7er pH, dann wiederhole ich nächstes Jahr und bin dann völlig konträr. Und der einzige Unterschied ist einfach, dass der native pH vielleicht einmal bei 3,7 liegt und im anderen Jahr bei 4,1. Aber wer bilanziert das denn mit? Oder wer hat das mitbilanziert? In den letzten Jahren war das so gut wie kein Thema. Da sind wir definitiv dran und werden auch im laufenden Jahr dazu nochmal Versuche starten, diesmal im Großformat und entsprechend berichten. Ja, dann wäre jetzt vielleicht auch die Möglichkeit für Fragen. Ich darf mich schon mal bedanken. Genau, es gab hier eine Frage über den Chat. Haben Sie den pH-Wert nach Kalkzugabe gemessen? Kalk erhöht ja den pH-Wert. Vielleicht hängt es nur vom pH-Wert bei der Destillation ab. Genau die Frage hatte ich mir auch schon gestellt. Deswegen werden wir dieses Jahr genau das Spiel spielen, dass wir einmal ansäuern und nachher mit einer Lauge wieder anheben, was natürlich sehr zehrend sein wird. Denn wenn Sie schon mal pH-Werte in Maische verschoben haben, wissen Sie, das dauert eine Weile und man braucht viel Material. Wer im Feinbrennen, also im Raubrand quasi in der Basis verschiebt, braucht viel weniger Säure oder Lauge. Wir werden es trotzdem machen, einfach weil mich das auch interessiert. Und ich gehe davon aus, dass wir eher den pH-Wert-Effekt haben. Es gibt aber Leute im Fachbereich, sage ich einmal, jetzt nicht in unserem Haus, sondern auch in anderen Häusern, die sagen, nee, unter Umständen haben wir auch noch eine andere Wirkung, die mit dem Calcium zusammenhängt. Das ist aber offen und ich muss auch sagen, wir haben Calcium ja auch in den Früchten vorkommen. Wenn Sie mal Mineralstoffanalysen anschauen, es mangelt ja nicht unbedingt dran. Ja? Aber wie es genau zusammenhängt, ich sage mal so, wir machen ja hier keine Grundlagenforschung. Das wäre dann eher die Aufgabe einer entsprechenden Einrichtung, sich dem anzunehmen. Wir schauen jetzt erst einmal rein, ob wir bei der pH-Verschiebung tatsächlich nochmal was sehen und was wir dann sehen. Wir werden es diesmal auch intensiv messtechnisch laufen lassen. Einfach weil wir große Mengen dann haben, geht das deutlich besser. Und dann wird es sich, denke ich, zeigen. Ja. Dann haben wir eine weitere Frage über den Chat. Die Literatur empfiehlt zur Maischevergärung den Einsatz von Reinzuchthefen. Gibt es Erhebungen, wie sich Wildvergärung gegenüber der Vergärung mit Reinzuchthefen unterscheiden in Bezug auf Ausbeute und Sensorik? Hängt von der Fruchtart ab. Ja, es gab ja in der Schweiz Aktivitäten in dem Bereich von einer namhaften Brennerei, die das zusammen mit den Wedenswiler-Kollegen gemacht hatten. Und dort hat man ja auf den Flächen Wildhefen quasi der Brennerei in Anführungszeichen mit isoliert, das Ganze auch hochvermehrt und dann gezielter eingesetzt. Und daneben verglichen, ja, wie komme ich mit meiner eigenen Wildhefe von meinen Flächen zurecht und wie komme ich vielleicht gegenüber konventionellen, kommerziellen Produkten zurecht. Da gab es auch eine schöne Untersuchung. Allerdings nur ein Beispiel von Kirschen. Ja, ich kenne jetzt für andere Fruchtarten nichts aus der jüngsten Zeit, was vergleichbar wäre.
Sie müssen sich das immer so vorstellen, wir müssten ja jeden Rohstoff, teilweise sogar noch sortendifferenziert, komplett untersuchen in diese Bereiche. Das ist eine Aufgabe für die nächsten Jahre, ja. Ja, es kommen gerade in dem Bereich noch ein paar Fragen, welche Säure verwendet wurde, ob es da Unterschiede gibt. Da kann ich schnell einhaken. Da gab es auch im Kleinbrenner eine Veröffentlichung aus Wädenswil im letzten Jahr. Das, wenn du es vielleicht kurz zusammenfassen kannst und welche Kalk, ja, das haben wir schon. Und Effect of changing from acid to anion. Ions are not the volatile, especially small volatile acids. Gab es hier noch den Kommentar, den englischsprachigen. Vielleicht zu Säure. Wir hatten das Ganze ja auch veröffentlicht in der Kleinbrennerei. Da steht das auch nochmal genau drin, wie wir es gemacht haben. Wir hatten auch die Überlegung, gerade das Thema, nehme ich jetzt Schwefelsäure oder nehme ich Phosphorsäure, spielt ja so ein bisschen mit. Wir wissen ja aus Hefestoffwechseluntersuchungen, dass unter Umständen, gerade jetzt bei Anwendung von Schwefelsäure durch den Stoffwechsel, je nach Bedingung, ja eben auch eine Reduktion wieder erfolgen kann, dass ich halt von der SO4 Richtung SO3, SO2 zurückkommen kann, was dann natürlich zu einer gewissen Freisetzung von freier SO2 im Zweifel dann führen kann, die dann eher störend ist. Deswegen ist naheliegend, wir haben ja seit 2018 die Zulassung für Phosphorsäure in den Brennereien, dass man eher damit agiert. Bei den Phosphaten habe ich diese Bedeutung einfach nicht. Ja, also das Risiko wäre dann weg. Oder man setzt auf organische Präparate. Das kann der Milchsäure oder eine Kombisäurelösung sein. Da gibt es ja sehr viele verschiedene Produkte im Markt, mit denen man dann verfährt. Die Schweizer Kollegen und auch andere Häuser hatten in den letzten 10, 20 Jahren einige Dinge dazu gemacht. Ich denke, es ist am Ende die Frage wirklich nicht mal unbedingt, mit welcher Säure habe ich es gemacht. Also habe ich jetzt Zitronensäure oder habe ich Phosphorsäure oder Ähnliches drin, sondern ich habe wirklich, man muss sich das ja mal als Material vorstellen. Ich habe einen Fruchtbrei, dem ich jetzt eine Säure verpasse, egal welche. Und ich habe ja aus der Chemie raus bestimmte Stabillagen in Gleichgewichten vorliegen. Und wenn ich damit nachher eine Esterbildung wieder rumdrehe, die schon stattgefunden hat oder die vielleicht auch durch die Hefe kam, dann ist das halt einfach nachteilig, denn die Lösung bleibt ja nicht 20 Grad warm. Ich koche ja drauf. Ja? Wir müssen ja mindestens Richtung 80 Grad gehen, sonst tut sich ja nichts beim Destillieren. Und wie das nachher zusammenhängt, wir haben ja eine Kupferfläche in der Regel unten, manche haben Edelstahl, okay. Trotzdem wird es zum einen warm. Wir wissen, Reaktionsgeschwindigkeitstemperaturregel sagt ja eindeutig, die Prozesse laufen dann bei höherer Temperatur schneller ab. Das heißt, im Zweifel blicke ich den Dingen definitiv hinterher. Aber ich muss einfach sagen, das ist so noch nicht in der Untersuchung drin. Da kommen wir aber dran. Bezüglich der Flüchtigkeit, natürlich, Ionen sind nicht das Ziel der Betrachtung. Ja, wir haben also zumindest keine metallischen Ionen. Ich denke, wir werden eher sehen, dass wir haben ja bei der Säure auch Proton- und Anionstruktur. Und ich denke, wir werden eher gucken müssen auf die Esterverbindungen, was dort passiert. Habe ich ja eben schon beschrieben. Wenn wir nämlich den Prozess umkehren, ja, und nachher wieder Wasser addieren, dann läuft es ja eigentlich in die falsche Richtung. Denn dann müssen wir nach der Destillation in der Reifung darauf setzen, dass wir die Harmonisierung wieder bekommen, die wir eigentlich schon hatten. Und das halte ich jetzt nicht für den guten Ansatz. Ja. Dann würde ich lieber versuchen, die zu bewahren, rüber zu destillieren, dann habe ich sie schon. Gut, vielen Dank, Dirk. Das ist also wirklich ein spannendes Thema und ich denke auch, das Thema Säure wird nicht mehr in der Zukunft generell so verfügbar sein. Wir erkennen ganz deutlich auch Tendenzen aus dem Weinbereich mit Nichtsaccharomyceten, eine Verdrängung der Wildpopulation in Maischen und in Mosten zu erzielen. Und ich denke, wenn hier ein paar Jahre der Forschung ins Land gegangen sind, dann werden wir vielleicht bei einem nächsten Seminar davon auch schon Ergebnisse sehen und ob das ein probates Mittel für die Zukunft ist und ob man überhaupt mit solchen extrem niedrigen
Bakterien tittern, in eine Gärung gehen muss, wenn ich mit genügend Hefeeinsaat arbeite. So, dann bedanke ich mich noch einmal bei dir, Dirk, und Ja, gerne. würde noch kurz darauf hinweisen, benutzen Sie den Chat bei Fragen, werden so gut es geht beantwortet. Auch Sie können auch nachhinein noch einmal E-Mails an uns schreiben. Wir werden die auch an die Referenten weiterleiten. Und schreiben Sie uns doch mal gerne, wo Sie sind. Wir haben ja den ganzen deutschsprachigen Raum adressiert mit diesem Seminar, ob Sie in Niederösterreich, Österreich, Bayern, Franken, im Schwäbischen, Baden, Pfalz oder eben vielleicht dann doch in der Schweiz zu Hause ansässig sind. Und dann würde ich an die Frau Cordula Klaffner übergeben. Die Frau Klaffner arbeitet im Obstverarbeitungsteam von Manfred Gössinger an der Höheren Bundeslehranstalt und Bundesamt für Wein und Obstbau in Klosterneuburg im schönen Österreich. Neben ihrer Tätigkeit in der Forschung und Lehre im Bereich Fruchtsaft und Destillation ist sie außerdem für das Qualitätsmanagement des eigenen fruchtverarbeitenden Betriebes der HBLA zuständig. Und ihr Thema heute ist: Welchen Einfluss hat die Maischeführung auf die Qualität von Obstbränden? So, Frau Klaffner, das Auditorium gehört Ihnen. Gut, einen schönen Vormittag auch von meiner Seite aus Klosterneuburg. Ich darf Ihnen heute ein paar Ergebnisse aus unserem Forschungsprojekt Qualitätsverbesserung bei Obstdestillaten präsentieren. Heute geht es genauer gesagt um den Einfluss der Maischeführung auf die Qualität oder auf die sensorische Qualität von Obstbränden am Beispiel von Apfeldestillaten. Ich möchte noch kurz auf die Grundlagen beim Einmeischen eingehen. Wir haben eben unser Obst, das gewaschen, sortiert ist, soll natürlich reif und sauber sein. Je nachdem, ob Kern- oder Steinobst, wird es eben entsteint oder zerkleinert mit verschiedenen Möglichkeiten, Walzenmühle, Rätsmühle. Dann die empfohlene Zugabe von Säure, wie wir ja auch vorher schon gehört haben. Der pH-Wert soll gesenkt werden, um das Wachstum von unerwünschten Mikroorganismen zu hemmen. Gibt verschiedenste Säuren, die eingesetzt werden können, wie wir schon gehört haben. Phosphorsäure, Schwefelsäure, Milchsäure, es werden auch Kombipräparate angeboten. Wichtig ist dann bei der Säurezugabe die gute Verteilung. Die Maische ist ja am Anfang noch nicht sehr flüssig, dass man die ganze Säure einfach nach Schichten zusetzt. Wichtig ist dann auch die Enzymierung der Maische, um die Maische zu verflüssigen und auch das Aroma freizusetzen. Ein wichtiger Hilfsstoff ist die Zugabe von Hefenährsalz, um muffige Töne zu vermeiden und dann natürlich die Reinzuchthefe für eine reintönige Vergärung. Vergoren wird das Ganze in Gärgebinden, die natürlich sauber sein sollen und unbedingt für Lebensmittel geeignet. Die Öffnung muss groß genug sein, um die Maische einzufüllen. Geeignet sind da Edelstahlfässer oder auch säurebeständige, lebensmittelechte Kunststoffbehälter, wie glasfaserverstärkte Polyesterharze. Bei unserem Versuch, den ich Ihnen jetzt vorstellen möchte, geht es um die Auswirkungen des Maischemanagements, also um die Ansäuerung der Maische, um die Gärtemperatur und hauptsächlich eigentlich um den Einfluss des Destillierzeitpunktes. Zu den Varianten, also wie gesagt, es geht um Apfeldestillate. Wir haben 7 Varianten zu je 50 Kilogramm in diese 60 Liter Kunststofffässer eingemeischt. Sie sehen hier meine Kollegin Sarah Nerger, die gerade dabei ist, die Temperatur zu überprüfen. Wir haben den Versuch in zweifacher Wiederholung durchgeführt und wir haben ihn variiert in der Ansäuerung, im Enzymeinsatz, bei der Hefezugabe und dem Hefenährsalz, bei der Gärtemperatur und dann eben bei der Maischestammzeit.
Sie sehen hier auf dem Bild noch unsere Gärsteuerung, wo wir für die kühle Gärung diese Kühlstäbe verwendet haben, um die Maisstelle so gut wie möglich zu kühlen. Hier geht es zu unserem Versuchsplan. Also wir haben die Maische quasi die Apfelpulpe und haben dann 7 Varianten unterschieden. Wir haben bei den Varianten 1 bis 4 Phosphorsäure zugesetzt, Enzym zugesetzt, Reinsuchthefe zugesetzt und Hefenährsalz zugesetzt und haben dann noch unterschieden in die kühle Gärung, also bei ca. 16 Grad vergoren und einmal bei Raumtemperatur vergoren. Und wir haben aber auch die Apfelpulpe weder mit Säure, weder mit Enzym noch mit Reinsuchthefe und Hefenährsalz versetzt, quasi spontan vergoren und das Ganze bei Raumtemperatur vergoren. Die Variante 1 wäre dann die kühle Gärung, die Destillation direkt nach der Gärung. Dann eine Variante war bei einem Monat Maischestandzeit. Die Maischestandzeit war dann bei Raumtemperatur. Nachdem das im Herbst war, waren das dann ca. 22 Grad. Die Variante 3 war eine Destillation nach 3 Monaten Maischestandzeit, auch wieder bei Raumtemperatur. Also die Maischestandzeit nach der vollendeten Gärung quasi. Dann die Variante 4 wurde eben nicht kühl vergoren, sondern bei Raumtemperatur und wurde dann nach 3 Monaten Maischestandzeit destilliert. Und die Spontangärungsvarianten wurden einmal direkt nach der Gärung, einmal einen Monat Maischestandzeit und die Variante 7 dann nach 3 Monaten Maischestandzeit destilliert. Zur Rohware, die wir eingesetzt haben. Wir haben 750 Kilo Äpfel gemischt verwendet, reif von unserem hauseigenen Versuchsgut Haschhof. Sie sehen hier, die Äpfel wurden angenommen, zuerst sortiert, kamen dann durch den Bürstenwäscher und dann in den Flotationswäscher, wurden dann anschließend zerkleinert mit unserer Waschmalanlage der Firma Kreuzmeier. Und zugesetzt wurden als Enzym Fructozym P der Firma Erbsle. Den pH-Wert, wir haben angesäuert mit Phosphorsäure, also mit Orthophosphorsäure, 85-prozentiger der Firma Karl Roth. Als Hefenährsalz haben wir Vitamin Combi der Firma Erbsle verwendet und als Reinzuchthefe die Önofirm Fredo. Die Gärtemperatur war dann eben bei der gekühlten Gärung ca. 16 Grad und bei Raumtemperatur hatten wir ungefähr 22 Grad. Wenn das Ganze jetzt stattfinden würde, wären wir schon bei 25 bis 26 Grad, aber da der Versuch im Herbst stattgefunden hat, waren wir bei einer Raumtemperatur von ca. 22 Grad Celsius. Die Destillation, hier rechts sehen Sie unsere kleine Brennerei, das ist die Destillieranlage der Firma Karl mit 47 Litern Brennblasenvolumen. Wir haben da 3 Verstärkerböden und einen Deflegmator, die wir hauptsächlich für Versuche verwenden. Wir fangen, das Ganze wird dann im Gegenstromverfahren destilliert und die Fraktionen, so 100 Milliliter in solche Schottfläschchen, aufgefangen, um dann auch das Auskosten zu erleichtern. Nochmal kurz zur Destillation, Gleichstrom-Gegenstrom-Destillation. Auf unseren Anlagen ist beides möglich, wir können das umschalten. Bei der Gleichstrom-Destillation geht es eben darum, dass man zuerst einen Rauchbrand und dann einen Feinbrand erzeugt. Also im ersten Brennvorgang wird aus der Maische durch die Trennung der Feststoffe die flüchtigen Inhaltsstoffe abgetrennt und der Rauchbrand hergestellt. Und beim zweiten Brennvorgang werden die Rauchbrände gesammelt und dann aufgereinigt und verstärkt und eben nach dem Siedepunkt getrennt. Und so haben wir dann aus dem Rauchbrand einen Feinbrand. Und in unserem Versuch haben wir die Gegenstromdestillation durchgeführt. Das heißt, das sogenannte Einfachbrennen, wo hier direkt aus der Maische der Feinbrand gewonnen werden kann. Und der Alkoholgehalt wird dabei durch die Sieb- bzw. Glockenböden und den Deflegmator angereichert.
Der Mittellauf wurde bei uns sensorisch bestimmt. Das heißt, das sind immer alle Kolleginnen und Kollegen aus der Abteilung Obstverarbeitung im Einsatz. Die Fläschchen werden aufgestellt. Und wir bestimmen dann eben, was ist Vorlauf, was ist Mittellauf und was ist Nachlauf. Und der Mittellauf wurde dann mit entionisiertem Wasser 40 Volumensprozent eingestellt. Den Alkoholgehalt bestimmen wir entweder mit der Spindel, aber hauptsächlich mit dem Biegeschwinger. Wir haben hier ein Modell der Firma Anton Paar, wo uns dann direkt der Alkoholgehalt bei der Referenztemperatur von 20 Grad angezeigt wird. Nun zur sensorischen Beurteilung. Wir haben dazu eine unstrukturierte Skala verwendet. Die unstrukturierte Skala funktioniert so: Wir haben da Skalen, also Linien, die 10 cm lang sind, und die entsprechenden Proben werden dann einfach mit einem Strich markiert und mit der jeweiligen Probennummer beschriftet. Es geht von Minus bis Plus, also von schlecht bis gut. Durchgeführt wurde die sensorische Beurteilung von 6 geschulten Personen. Und je nachdem, wo dann dieser Strich gesetzt wurde, wird ihm dann ausgemessen und ausgewertet im Excel und im SPSS. Wir haben dazu verschiedene Kategorien gewählt, eben die Sauberkeit, das heißt, ist das Destillat sauber oder ist noch Vor- oder Nachlauf enthalten. Dann ist Aroma aufgeteilt in Geruchsintensität und Geruchstypizität, genauso wie die Geschmacksintensität und Geschmackstypizität. Dann das Mundgefühl, das heißt, wie ist die Fülle des Destillats im Mund, und dann noch die Persistenz, also was bleibt nach dem Schlucken oder in unserem Fall natürlich Spucken vom Destillat noch über, und dann noch das Gesamturteil. Nun zu den Ergebnissen. Wir haben den Versuch hier, wie gesagt, in zweifacher Wiederholung durchgeführt. Innerhalb dieser Wiederholungen wurden keine Unterschiede erkannt. Deswegen haben wir sie dann für die weitere sensorische Beurteilung dieser Wiederholungen vereint und haben eben diese Unterschiede zwischen diesen Varianten, die 7 Varianten, die wir da hergestellt haben, mittels der unstrukturierten Skala ausgewertet. Und nun zu den Ergebnissen. Also in den Bereichen Sauberkeit und Geruchsintensität konnten keine signifikanten Unterschiede zwischen diesen 7 verschiedenen Varianten festgestellt werden. Bei der Geruchstypizität gab es aber dann schon Unterschiede, wo die Variante 1, also die bei pH3 vergoren wurde, kühl vergoren und dann sofort destilliert wurde, oder mit, also beziehungsweise mit einmonatiger Maischestandzeit, die sind signifikant besser als die Variante 7, wo wir die spontane Gärung haben und die dann noch 3 Monate bei Raumtemperatur stehen gelassen haben. Bei der Geschmacksintensität gibt es signifikante Unterschiede zwischen der Variante, die angesäuert, kühl vergoren, nach einmonatiger Maischezeit destilliert wurde, und der Variante, die angesäuert war, aber dann bei Raumtemperatur vergoren wurde und 3 Monate dann bis zur Destillation gewartet wurde, sind auch wieder signifikant besser als die Variante 7, also die spontane Gärung mit 3-monatiger Maischestandzeit. Bei der Geschmackstypizität gibt es wieder signifikante Unterschiede bei der kühlen Gärung und sofortigen Destillation und kühlen Gärung und einmonatiger Maischestandzeit zu der Variante 7, die spontane Gärung mit 3-monatiger Maischestandzeit. Bei Persistenz und Gesamturteil schneidet die Variante 1, also die angesäuerte Variante mit kühler Gärung und sofortiger Destillation, signifikant besser ab als die Variante 7, die spontane Gärung mit 3-monatiger Maischestandzeit. Also man sieht da schon ganz gut, die Variante 7 ist immer das Schlusslicht beim gesamten Versuch.
Zusammenfassend kann man also sagen, die Mesche Ansäuerung sowie die Zugabe von Reinzuchthefe haben positive Auswirkungen auf einige sensorische Parameter der Apfeldestillate. Nachteilig wirkt sich die Spontangärung bei nativen pH-Wert, der in unserem Fall beim Apfel bei 3,5 war, wirkt sich nachteilig auf einige sensorische Parameter aus. Aber bei der Vergärung mit nativen pH-Wert, also pH 3,5, ohne Hefezusatz nach sofortiger bzw. einmoliger Maischestandzeit, hat es schon Unterschiede gegeben, aber keine signifikanten Unterschiede zu den anderen Varianten. Trotzdem ist eben zu sagen, man sieht das sehr eindeutig, dass die Maischeansäuerung sich positiv auf Geruch, Geschmack, Mundgefühlpersistenz, Gesamturteil auswirkt und das natürlich auch sehr empfehlenswert ist. Wobei man noch dazu sagen muss, wir haben die Versuche nebeneinander durchgeführt, das heißt die Fässer, die mit Reinzuchthefe behandelt wurden, sind neben den Fässern gestanden, die spontan vergoren wurden. Also kann dann natürlich schon sein, dass die spontan vergorenen auch davon profitiert haben. Dann bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit und verabschiede mich mit einem Bild unserer Arbeits- und Wirkungsstätte der Höheren Bundeslehranstalt und Bundesamt für Wein- und Obstbau Klosterneuburg. Vielen Dank, Frau Klaffner. Das war ein sehr schöner Praxisversuch, der auch zeigt, welchen Einfluss die Ansäuerung und die Reinzuchthefe natürlich haben. Und ich glaube, die vorhergestellte Frage mit Wildhefen wurde hier relativ gut beantwortet. Im deutschen Kleinbrennerbereich, gerade bei den Stoffbesitzern, also Leute mit Garten, die etwas einmeischen und dann zum Brenner bringen und um es abbrennen zu lassen, ist ja oft die spontane Gärung und das monatelange Warten, bis man es zum Brennen bringt, Usus. Ich denke auch für die Kleinbrenner, die jetzt hier an den Endgeräten sitzen, ist es auch für sie ein gutes Ergebnis, dass sie in der Beratung der Stoffbesitzer sagen können, kauft ein Päckchen Hefe und tut ansäuern, gerade wenn jetzt das Ganze etwas länger warten muss, bis es abgebrannt wird. Also ich denke, das ist ein wirklich sehr guter Versuch. Und er schließt auch relativ gut wieder an die Ergebnisse von Dirk Hoffmann bezüglich, wenn nicht angesäuert wird, mit einer Reinzuchthefe gearbeitet wird und schnell abgebrannt wird, dann ergeben sich da wenig negative Einflüsse auf das Ganze. Also das können wir, glaube ich, sehr gut als Fazit mitnehmen. Wenn hierzu, es kommt noch eine Frage. Wie ist die Abhängigkeit der Ergebnisse von der Gärdauer, siehe Versuchslinie links? Ja, dadurch, dass das so Kleinmengen waren, war die Gärdauer ungefähr gleich. Also wir waren da so bei 2,5 bis 3 Wochen. Bei beiden eigentlich, ja. Und dann kam hier noch eine Frage, die kann sogar ich beantworten. Warum machen Sie die Ansäuerung zuerst? Ich mache zuerst die Hefezugabe und die Enzymzugabe. Dann ist die Maische flüssiger. Wenn Sie die Hefe als erstes geben und dann einen sehr starken pH-Shift nach unten machen, dann fühlt sich die Hefe nicht mehr wohl. Die kommt unter Umständen dann schleppender in die Gärung. Wenn Sie zuerst ansäuern und Pektinase kurz danach geben oder auch mit der Pektinase eine Stunde stehen lassen und dann ansäuern, dann ist das noch probat. Aber die Hefe sollte als letztes kommen, dass sie sich an das Milieu adaptieren kann und sozusagen ist die Hefe dann eine kleine Diva, die keine Veränderungen toleriert, würde ich mal sagen. Gut, wenn es keine weiteren Fragen gibt, bedanke ich mich sehr bei Ihnen, Frau Klaffner, und würde an den Herrn Matthias Grönert den Stab überreichen.
Guten Morgen, Herr Grönert. Herr Grönert ist Fachberater für Brennereiwesen der Bayerischen Landesanstalt für Wein- und Gartenbau in Veitshöchheim. Neben der Brennereiausbildung ist Herr Grönert im Forschungsbetrieb und in die Prämierung bayerischer Spirituosen involviert. Sein Thema heute ist die Methanolreduzierung bei Bränden. Meines Erachtens wirklich ein sehr spannendes Thema. Und dann übergebe ich an Sie. Ja, meine Damen und Herren, ich hoffe, man kann mich ausreichend hören. Und jawohl, das passt. Kann die Präsentation auch gut sehen. Ja, erstmal Dankeschön an die Firma Erbslö, dass ich heute auch mit dabei sein kann mit meinem kleinen Beitrag Methanolreduzierung durch enzymatische Maischebehandlung. Was habe ich vor? Nicht erschrecken. Es sind ein paar Punkte, die auf der Agenda stehen. Methanol als allererstes, was ist es, wo kommt es her? Dann will ich natürlich einen kurzen Schwenk mal auf die gesetzlichen Rahmenbedingungen, Schrägstrich Grenzwerte machen. Dann, wie wird Methanol eigentlich untersucht, um vielleicht mal so ein bisschen einen kurzen Einblick reinzukriegen. Und aufgrund dessen, dass heute diese Veranstaltung stattfindet, haben wir bei uns im Haus eine Methanoluntersuchung mal gestartet mit verschiedensten Produkten, um einfach da mal so ein paar Ergebnisse aufzuzeigen. Und im Vorfeld hatte ich im vergangenen Herbst eine Idee mit einem Kollegen der Firma Erbslö im Bereich der Quitten eine Testreihe zu starten. Und von daher würde ich da gerne die Ergebnisse dieser Testreihe bei den Quitten Ihnen vorstellen. Und enden würde ich natürlich dann gerne mit einem Fazit, so wie wir das Ganze auch betrachten. Also steigen wir ein in diese Thematik Methanolreduzierung. Methanol, was ist das? Als allererstes könnte man sagen, Methylalkohol ist eine organisch-chemische Verbindung. Methanol ist der einfachste Vertreter in der Stoffgruppe der Alkohole. Und ganz entscheidend zu wissen ist natürlich, Methanol ist eine klare, farblose, aber auch entzündliche Flüssigkeit mit einem angenehmen Geruch bis hin natürlich zu einem stechenden Geruch, je nach Konzentration. Und Methanol mischt sich in vielen organischen Verbindungen und in jedem Verhältnis mit Wasser. Das heißt also im Klartext, Methanol können wir als allererstes weder sehen noch großartig wahrnehmen. Methanol fällt auch nicht aus, wie beispielsweise Härtebildner, Calcium, Magnesium. Und egal, auf wie viel Prozentvolumen wir unser Destillat heruntersetzen, Methanol wird immer in Lösung sein, sodass wir es natürlich auch dann bei der späteren Filtration nicht abfiltrieren können. Ne? Und ich habe hier mal bei Wikipedia nachgeguckt, was sagen denn die eben zu Methanol, und habe hier mal so diese Strukturformel mal mit rausgenommen. Als Summenformel können wir das bezeichnen mit CH4O, und hier hätten wir noch ein paar Synonyme dafür. Methanol, wo kommt es her? Stellt sich die Frage. Und Methanol ist ein Alkohol, der aus dem Pektin der Pflanze freigesetzt wird oder schrägstrich auch abgespalten wird. Das heißt, Methanol entsteht nicht bei der Gärung, sondern ist eben in der Pflanze vorhanden, kommt also in der Natur, in Baumwollpflanzen, in Früchten, in Gräsern, sowie aber auch als Stoffwechselprodukt von Bakterien vor. Und so können wir sagen, kommt Methanol eben in allen Früchten, die wir verarbeiten, vor. Und wir werden bei allen Produkten mehr oder weniger Methanolproblematik vorfinden. In der Wein- und der Bierproduktion, zur Herstellung von Spirituosen, wird es also in geringen Mengen durch die Spaltung des Pektins, was wir natürlich auch wollen, Verflüssigung und, immer als Nebenprodukt freigesetzt. Das heißt also für uns, wir müssen es hinbekommen, dass wir eben das Methanol in einen Bereich verlagern, der für uns unproblematisch ist. Also raus aus dem Mittellauf, hinein in den Vorlauf beispielsweise. Und das ist natürlich nicht so einfach. Wir können ja keine Schilder aufstellen, bitte Methanol nach links abbiegen, sondern da müssen wir uns überlegen, wie können wir das Ganze gestalten.
Also halten wir fest, wir wissen, es gibt pektinreiche, pektinärmere Früchte, haben aber wahrscheinlich auch unterschiedlich hohe Grenzwerte. Also von daher bei jeder Frucht dieselbe Herausforderung. Wir wissen, dass Methanol abgespalten und freigesetzt wird, dass es im Prinzip nicht als Gärung entsteht, sondern oder nicht bei der Gärung entsteht. Und es kommt eben überall vor in allen Früchten, die wir verarbeiten. So, das heißt im Klartext, Methanol ist praktisch in jeder Spirituose, die bei uns entsteht, in jedem Brand vorhanden. Jetzt haben wir gehört, mehr oder weniger. Obst- und Triebsterbrände weisen naturgemäß natürlich deutliche höhere Gehalte als beispielsweise Kartoffel- und Getreidebrände auf. Dennoch, werden wir auch sehen, gibt es unterschiedliche Grenzwerte. Methanol wird, wie bereits beschrieben, aus dem fruchteigenen Pektin, also den Zellwänden, im Verlauf der Gärung auch enzymatisch abgespalten. Und jetzt kommt ein schwieriger Punkt. Methanol und Ethanol haben auch noch in Anführungszeichen einen ähnlichen Siedepunkt. Das heißt, wenn wir destillieren, liegen diese beiden Siedepunkte in Anführungszeichen relativ eng beieinander mit 64,7 Grad Celsius unser Methanol und 78,5 Grad Celsius unser Ethanol. Also auch da müssen wir gucken. So, Methanol lässt sich aufgrund seines ähnlichen Siedepunkts wie Ethanol destillativ nur mit einem enorm hohen Aufwand technisch oder technologisch abtrennen. Das heißt, für uns Kleinbrenner, wir werden keine technologische Möglichkeit haben, dieses Ethanol in irgendeiner Art und Weise abzutrennen. Deswegen müssen wir uns Strategien entwickeln oder überlegen, wie schaffen wir es, Methanol eben aus unserem Mittellauf herauszubringen. Denn Methanol wird über den gesamten Brennvorgang freigesetzt. Das heißt, wir haben eine Freisetzung des Methanols aus der Brennmaische im Prinzip vom Bereich des Vorlaufes bis hin in den Nachlauf hinein. Also wird Methanol immer in allen drei Fraktionen vorhanden sein oder enthalten sein. Und so müssen wir natürlich auch auf die Grenzwerte blicken in unseren trinkfertigen Spirituosen. Können wir also nochmal sagen, Methanol kommt somit in allen Pflanzen vor, sowohl frei, also Alkohol, wie auch verestert, also durch gebundene Stützgewebe, also im Lignin und im Pektin. Mit zunehmender Reife wird also unser Pektin abgebaut und Methanol freigesetzt. Also brauchen wir spezielle Enzyme, die eben es schaffen, das Methanol so freizusetzen, dass wir es vielleicht auch in den Vorlauf verstärkt hineinkriegen, um im späteren Mittellauf reduzierten Methanolgehalt haben. Aber dazu später mehr. Jetzt gucken wir mal kurz auf die Grenzwerte. Und da haben wir diese wunderbare EU-Verordnung 110/2008 des Europäischen Parlamentes und des Rates, wo natürlich die ganzen Grenzwerte niedergeschrieben sind. Entscheidend ist immer die Angabe für uns, Milligramm pro 100 Milliliter rein Alkohol. Also auch da müssen wir immer Wert drauf legen bei allen Analysen, dass wir immer im Milligramm pro 100 Milliliter rein Alkohol, kommen wir gleich dazu. Also sehen wir, wir haben Grenzwerte im Bereich von 100 Milligramm pro 100 Milliliter bis rauf zu 1500. Das heißt, hier haben wir Brand aus Obsttrister beispielsweise für uns relevant, oft nur der Obstbereich, Obstbrand aus Pflaumen, Mirabellen, Zwetschgen, Äpfeln, Birnen, ausgenommen Williams Christ, Himbeere, Brombeeren, Aprikose und Pfirsich, haben wir 1200 Milligramm pro 100 Milliliter. Beim Williams Christ, schwarze Johannisbeere, Vogelbeeren, Holunder und eben unseren Quitten, da liegen wir bei 1350 Milligramm. Alle anderen Obstbrände 1000 Milligramm pro 100 Milliliter. Also das heißt, wir haben hier eine Varianz in den Grenzwerten, deckt sich im Prinzip mit dem, was ich vorhin gesagt habe. Wir haben Obstsorten, da liegt der Methanolgehalt, der natürliche Methanolgehalt geringer.
da sind die Grenzwerte geringer und wir haben Früchte, da ist der Methanolgehalt von Haus aus etwas höher und da sind auch die Grenzwerte etwas höher. Also kämpfen wir im Prinzip bei allen Früchten, mit denen wir arbeiten, immer mit dem Hintergrund, wir wollen natürlich die gesetzlichen Grenzwerte einhalten, weil wenn wir sie nicht einhalten, ist unser Produkt nicht mehr verkehrsfähig. Also deswegen, wie ich angedeutet habe, der Grenzwert, die Angabe des Methanolgehalts erfolgt also immer in Milligramm pro 100 Milliliter rein Alkohol oder auch ab und an in Gramm je Hektoliter rein Alkohol. Entscheidend ist zu wissen, beim Verdünnen einer Spirituose verändert sich der Alkoholgehalt bezogen auf den Methanolgehalt nicht. Das ist eine Kernaussage, egal wie viel, wenn wir angeben in Milligramm pro 100 Milliliter rein Alkohol oder Gramm je Hektoliter rein Alkohol, haben wir immer vergleichbare Werte. Jetzt kann es natürlich mal sein, dass Sie aus dem Labor eine Analyse bekommen, wo der Methanolgehalt in Milligramm pro Liter angegeben wird und nicht in Milligramm pro 100 Milliliter rein Alkohol. Da bitte nicht erschrecken. Das können Sie ganz leicht und ohne weiteres natürlich dann umrechnen in eben die für uns im gesetzlich relevanten Bereich notwendigen Angaben. Also Milligramm pro 100 Milliliter rein Alkohol funktioniert ganz einfach. Sie nehmen den Wert, der Ihnen auf der Analyse steht, geteilt durch den Alkoholgehalt in Prozentvolumen Ihrer Spirituose, multiplizieren das Ganze mal 10 und schon haben Sie den Milligramm pro 100 Milliliter rein Alkohol. Das ist also rein informativ für Sie. Wie wird Methanol untersucht, meine Damen und Herren? Untersucht wird bei uns an der LBG mit zwei unterschiedlichen Messungen. Einmal ja diese Schnellbestimmung des Methanols mittels diesem FDIR. Hier überprüfen wir im Prinzip, ob Grenzwerte eingehalten werden. Wenn es aber etwas genauer sein darf, dann gehen wir gern auf die gaschromatographische Messung ein. Und wenn jetzt einer sagt, oh, mir sind die Kosten für die Analysen im Labor zu teuer, ich kaufe mir selbst so ein Teil. Ich gehe davon aus, dass Sie Ihr Leben lang Analysen einschicken können und die Rechnungen bezahlen, bevor Sie sich eines dieser beiden Geräte kaufen. Denn hier reden wir über mehrere hunderttausend Euro, die so ein Gerät am Ende des Tages kostet. Aber für uns im Labor natürlich unersetzlich, für die Landesanstalten oder Anstalten, national, international, ist das die Messmethode. Im Übrigen natürlich auch für die Lebensmittelüberwachung, die verwenden auch diese Methoden. Also, halten wir fest, gibt eben diese zwei FDIR und GEC, Gaschromatographie, dass wir solche Gerätschaften auch gesehen haben. Okay, ich habe angedeutet, wir haben eine Messreihe gestartet, als hier diese Anfrage kam, der Veranstaltung von heute. So haben wir also 176 Produkte aus Apfel, Birne, Williams Christ, Zwetschge, Quitte aus den verschiedensten Erntejahren 19, 20, 21 untersucht und waren also sehr glücklich, dass also die Ausreißer, / grenzüberschreitenden Produkte sich in Grenzen gehalten haben. 2020 Apfel, Birne und 19 eine Quitte, jeweils mit einer Grenzüberschreitung. Gemessen haben wir 21 Apfelmessungen, 32 und 6 Quitten. Und hier sehen wir mal die Range, wo wir uns bewegt haben. Bei den Äpfeln haben wir ja gesagt, haben wir einen Grenzwert von 1200 Milligramm pro 100 Milliliter. Also da war der knapp drüber. Bei den Birnen haben wir denselben mit 1200. Da war er auch knapp drüber. Wenn wir uns aber die Quitte angucken, meine Damen, meine Herren, da stellen sich natürlich so ein bisschen die Nackenhaare. Da könnte die Frage auftauchen, wie kommt es zu so hohen Werten oder gibt es das überhaupt? Wir haben also hier in der Regel zweimal, sogar dreimal dann bei solchen Ausreißern gemessen, um dass wir richtige Ergebnisse aufzeigen und das hat sich bestätigt. Da ist dann mit Sicherheit noch viel mehr schiefgelaufen, wie beispielsweise unreifes Maischegut oder Obstgut verwendet, nicht enzymiert vielleicht. Und also da ist natürlich dann schon etwas schwierig. Bei Williams Christ, der ja auch nachweislich immer so ein bisschen Schwierigkeiten in die Richtung bereitet, da waren wir
oder andersrum ist ja der Grenzwert bei 1350 Milligramm pro 100 Milliliter rein Alkohol. Mit 1271 waren wir da hart an der Grenze, aber egal, wir sind im Grenzbereich geblieben. Da ist so ein bisschen nochmal die Aufstellung, sodass wir sehen, was wir alles gemacht haben. Wir haben die Apfelbrände, drei verschiedene Jahrgänge, dann die Birnenbrände, die Williams Christ, die Zwetschgen und die Quitten. Die grünen sind unsere Grenzwerte, die roten, das sind die gemessenen Werte in der Spitze nach oben, und die blauen Balken sind eben die Werte von den geringsten Mengen. Und dementsprechend haben wir da in den meisten Fällen natürlich für unsere Produkte, für die Verbraucher sichere Werte gehabt, nur ganz, ganz wenige Ausreißer. Kommen wir zum nächsten, und zwar die Testreihe mit den Quitten, die wir im Herbst 2021 laufen haben lassen, wo wir heute natürlich die Ergebnisse vorstellen. Also Ziel der Testreihe war es und ist es, durch den Einsatz von speziellen Enzymen den Gehalt an Methanol im fertigen Mittellauf, im fertigen, trinkfertigen Produkt dahingehend zu reduzieren, dass wir immer auf der sicheren Seite sind. Wie war die Herangehensweise? Ähnlich wie bei vielen anderen Kollegen auch. Wir haben unsere Quitten geerntet, 700 Kilogramm reife Quitten, haben die über einen Schrägförderer der Firma Holstein gewaschen, auf gut Deutsch, haben sie gehäckselt, eingemeischt am 25.10. nach Beendigung dieser Einmeischphase von den 700 Kilogramm haben wir exakt ein Drittel der Gesamtmeische abgepresst über sogenannte Hydropressen der Firma Speidel und haben da eben den Saft gewonnen und haben diesen Saft der Restmeische wieder zugesetzt. Ich empfehle es ganz gerne unseren Betrieben draußen, einfach weil es eine legale Art und Weise ist, Maische oder gerade Quitte zu verflüssigen. Da haben wir ja oft die Probleme. Bei einem Speierling beispielsweise empfehle ich das natürlich auch. Also eine sehr trockene Maische. Beim Brennen muss man allerdings berücksichtigen oder beim Anmelden zum Brennen, dass man hier angibt, Quittensaft und Quittenmaische. Vom Ausbeutesatz hat es keine Relevanz, aber sollte der Zoll mal vorbeikommen und sollte sich die Maische angucken, dann kann man immer sagen, natürlich habe ich hier ein Drittel Saft gepresst und zugesetzt. Hat den Vorteil im Vergleich, wenn ich jetzt Wasser zusetze, dass ich natürlich Quittensaft, der auch einen gewissen Restzuckergehalt hat, den ich in Alkohol vergären kann, mit zusetze, und Wasser, wenn ich zum Verdünnen zusetze, muss ich das Wasser mit versteuern. Also, dann viel diskutiert. Heute schon am Tag haben wir unsere Maische eingestellt mit einer Säurekombination, mit einer Milchsäurekombination auf den pH-Wert von 3,0. Da bin ich sehr restriktiv in der Beratung und sage den Betrieben draußen, dass sie grundsätzlich im Bereich von um die 3 gehen sollten. Hintergrund ist tatsächlich die mikrobiologische Belastung, gerade wenn man über Streuobst denkt, nachdenkt und rein über das Abwaschen des Obstes, da bringen wir sicherlich einen Teil der mikrobiologischen Belastung runter, aber nicht in dem Bereich, wo wir keine Fehlgärungen befürchten sollten. Dementsprechend, gerade im Streuobstbereich, kommen wir meiner Meinung nach um Ansteuern nicht rum, und eben hier verwenden wir gerne die flüssige Kombisäure, einfach weil sie a. einfach zuzusetzen ist, b. leicht in der Handhabe ist und für den Brenner natürlich gerade diese SO2, was Herr Hofmann schon gesagt hat, in keinster Weise eine Relevanz ist. Also pH-Wert eingestellt, dann eben die Zugabe, oder dann haben wir das ausgelegt in 4 blaue Speidelfässer mit jeweils 110 Liter Maischvolumen drin, haben die 4 unterschiedlichen Enzyme zugesetzt und dann eben mit der Önoferm Fretto 15 Gramm pro Hektar pro 100 Kilo Maische mit der Reinzuchthefe eben vergoren. Wäre jetzt von der Reihenfolge ähnlich, wie es die Vorrednerin gesagt hat, erst ansäuern, dann Enzym und dann die Hefe.
Das Ganze bei einer kontrollierten Gärung bei 19 Grad Celsius Raumtemperatur und dann wenige Tage in Anführungszeichen nach Gärende oder eine schnelle Destillation nach Gärende. Also alle vier Varianten wurden während der Hauptgärung tagtäglich einmal untergestoßen. Auch da empfehle ich das meinen Leuten, wohl wissend, dass draußen schon auch zum Teil eine andere Meinung noch von früher herkommt. Wir stoßen unsere Maische vorsichtig tagtäglich während der Hauptgärung einmal unter, sodass der Maischekuchen wieder in der Brühe schwimmt und nicht oben trocken aufschwimmt. Gerade bei in Anführungszeichen trockener Maische ist das natürlich oder bringt das Vorteile. Die Gärung verlief bei allen vier Varianten nahezu identisch und wir waren nach circa 14 Tagen am Ende der Gärung und natürlich mit Abklingen der Hauptgärung, Übergang in diese ausklingende Gärung, haben wir auch das Unterstoßen gelassen und haben dann am Ende, wenn die Gärung beendet war, die Maische ins Kühllager gegeben bei 2 Grad Celsius. Wir sind natürlich jetzt in der glücklichen Situation, auch ein Lager zu haben, dass wir auf 2 Grad runterkühlen können. Kann natürlich draußen nicht jeder, wissen wir. Aber die Maische sollte unserer Meinung nach so kühl gelagert werden, wie es geht, nach Gärende bis hin zum Brennvorgang, auch wenn es in Anführungszeichen nur wenige Wochen sind, denn mikrobiologisch ist es einfach stabiler und sicherer. Welche Varianten an Enzymen haben wir verwendet? Es waren 4 Enzyme. Warum wir die genommen haben, das erzähle ich Ihnen jetzt in der übernächsten Folie. Jetzt erstmal, also namentlich Trenolin Rosé DF, dann haben wir das Trenolin Bouquet Plus Fructozym P, mit denen auch in Klosterneuburg eingesetzt wurde bei der Apfelgeschichte und das Testizym FM. Am 30.11. haben wir das Ganze abdestilliert, meine Damen und Herren. Ich habe Ihnen mal so ein bisschen die Fraktionen aufgeschrieben. Vorlauf, Mittellauf, Nachlauf. Dann haben wir eben Brand 1, Brand 2, Brand 3, Brand 4, Trenolin Rosé, Trenolin Bouquet, Fructozym P und Distizym FM. Die jeweiligen Mengen in Milliliter ausgedrückt, Vorlauf, Mittellauf und Nachlauf. Wir haben lange überlegt, wie verfahren wir, gerade bei der Geschichte, trennen wir eine einheitliche Menge an Vorlauf ab oder brennen wir praxisüblich, wie es der Praktiker auch draußen machen würde. Wir haben uns für die Praktiker-Variante entschieden, einfach weil wir den Versuch natürlich für die Praxis machen wollten und wollen und auch da sein wollen. Und so haben wir, wie sich dann auch im Nachgang bewiesen hat, ganz unterschiedliche Vorlaufmengen, Mittellaufmengen und Nachlaufmengen. In der Summe, wenn ich das jetzt ausrechne, Gesamtmenge Alkohol auf 100 Kilo Maische, ist dann die Gesamtmenge Alkohol nicht mehr ganz so groß unterschiedlich, aber gerade in den Fraktionen waren schon Unterschiede da, sodass wenn wir alle Varianten, sage ich jetzt mit einer Hausnummer 500 Milliliter Vorlauf abgetrennt hätten, wäre mit Sicherheit Variante 2, 3 und 4 deutlich in der Sensorik mit Vorlauf belastet. Also war es dann am Ende des Tages die richtige Entscheidung, praxisüblich zu brennen. Wie kamen wir auf die Enzymauswahl? Warum haben wir jetzt beispielsweise ein Trenolin Rosé verarbeitet? Klar muss man sich vielleicht mal die Produktdatenblätter mal anschauen. Und da kann man nachlesen in den Produktdatenblättern, flüssiges Enzympräparat für die Maischebehandlung, vornehmlich Einsatz im Weinbereich. Aber hier, das war das Entscheidende, rasche Viskositätssenkung. Das heißt, je höher die Viskosität, desto dickflüssiger ist das Medium. Das heißt, dieses Attribut, die rasche Viskositätssenkung, war für mich der ausschlaggebende Punkt, dieses Enzym Trenolin Rosé einzusetzen. Dann haben wir gesagt, okay, die Phenole in den Quitten sind auch nicht gerade wenig und dann noch eben diese geringe Polyphenol-Extraktion. Das war so der zweite Grund, warum wir das Enzym ausgewählt haben. Dann eben, warum Trenolin Bouquet
Auch da kann man sagen, depsidasefreies Aroma freisetzende Spezialenzym der Firma Erbslö, aber auch hier Freisetzen von Aromastoffen aus der Beere und der Frucht. Wir wollen natürlich fruchtige Destillate. Das war so dann der Grund, warum wir das eingesetzt haben. Und Fructozym Enzympräparat zum raschen und vollständigen Pektinabbau. Und da, das soll man dann natürlich schon diese Hintergründe, die ich eingangs erläutert habe, berücksichtigen. Ein rascher Abbau von Pektinstoffen in Buntfruchtmaischen zur Verbesserung der Flüssigkeit und Saftfreisetzung. Vollständiger Pektinabbau, das heißt im Umkehrschluss mit einem vollständigen Pektinabbau habe ich vielleicht auch eine Freisetzung, Abspaltung von Methanol. Spannend. Distizym FM, das war das Enzym, wo wir die Hoffnung drin hatten, die spätere oder zusätzliche Methanolfreisetzung zu reduzieren. Also das war das Mittel, auf das wir gesetzt haben. Rasche Viskositätsabsenkung haben wir schon, eine Maischeverflüssigung, geringer Gehalt an Pektin-Methyl-Esterase, die bei enzymatischen Maischeaufschluss keinen zusätzlichen Methanol mehr freisetzt. Und das wollte man natürlich wissen. Deswegen haben wir dann im Frühjahr 2022 unsere Proben ins Labor gegeben. Danke an der Stelle an das Team des Labors der Landesanstalt für Wein- und Gartenbau und haben nebenstehende Ergebnisse. Uns interessiert im Wesentlichen das Methanol. Die Varianten 1, 2, 3 und 4 entsprechen der Reihenfolge der Enzyme, wie ich sie genannt habe. Und wir haben hier doppelt untersucht, um sicherzugehen, dass wir auch keine Messfehler haben und sind dann zu 4374 Milligramm pro Liter Methanol gekommen, 4086, 4427 und 3995 Milligramm. Und jetzt kommt der Punkt, den ich Ihnen vorhin versucht habe, mit meiner Folie näher zu bringen. Das ist dann ausgedrückt in Milligramm pro 100 Milliliter rein Alkohol beim Trenolin Rosé 1093, beim Trenolin Bouquet 1022. Beim Fructozym P 1106, da wollte ich vielleicht darauf hin, mit unserer vollständigen Pektinabspaltung, Aufspaltung, vielleicht da tatsächlich etwas mehr an Methanol, Fragezeichen, und dann Distizym FM mit 848. Also wenn man das jetzt mal, oder wenn man ein Fazit ziehen wollte aus der Analyse, alle vier Varianten bewegen sich im gesetzlichen Bereich. Also das heißt, hier sind wir gut dabei. Aber, oder allerdings, Variante 4 enthält im Vergleich zum höchsten Methanolgehalt 23,31% weniger Methanol. Also wenn ich jetzt überspitzt sagen wollte, fast ein Viertel weniger Methanol, nur durch den Einsatz des Enzyms. Das ist natürlich schon eine Hausnummer, die gerade im Grenzbereich dann sicherlich entscheidend sein kann. Also wäre meine Empfehlung, jetzt mal, wenn ich rein analytisch betrachte, für Produkte, die höhere Methanolgehalte nachweislich mitbringen, setzen Sie Destizym FM ein. Guckt, das haben wir natürlich nur die Firma Erbslö. Setzen Sie Distizym FM ein und Sie werden mit Sicherheit gerade im Grenzbereich oder bei Produkten, die höhere Methanolgehalte haben, wie beispielsweise eine Quitte oder vielleicht Williams Christ, niedrigere Methanolgehalte haben. Aber wir wollen ja keine Methanolgehalte verkaufen, meine Damen und Herren, sondern wir wollen Sensorik, wir wollen Produkte auf den Markt bringen. Und da ist natürlich dann entscheidend, wie sieht die Sensorik aus. Und Sensorik und Analytik muss zwangsläufig ja nicht immer übereinstehen. Also, da habe ich jetzt eine sensorische Auswertung. Wie sind wir rangegangen? Ich bleibe noch mal kurz weg, dass Sie nicht ganz verwirrt werden. Wie sind wir rangegangen? Wir haben uns gedacht, wir wollen eine Sensorik machen. Sind Unterschiede zwischen den jeweiligen Produkten feststellbar? Das war die Grundaussage. Und wenn diese Unterschiede feststellbar sind, treffen unsere Verkoster
ihre Ergebnisse wieder, dass die Ergebnisse ein Stück weit reproduzierbar werden. Und so haben wir eben auch die Verkostung in zwei Bereiche eingeteilt. Einmal in die Reproduzierbarkeit der Ergebnisse, also haben Wiederholungen eingebaut und haben einen Just About Right Test angelegt. Also wie zufrieden sind die Verkoster mit dem Aroma beispielsweise, Fruchtintensität, das schauen wir uns aber dann später gleich nochmal an. Und entscheidend war in der ersten Fragestellung, treffen die oder sind die Ergebnisse reproduzierbar? Wie schaut das Ganze aus? Haben wir gesagt, okay, Discizym FM, das ist das Enzym, um das es wirklich auch geht. Das ist das, was Methanol reduziert. Und wie steht das im Vergleich zu Trenolin Rosé? Wie steht es im Vergleich zu Trenolin Bouquet? Und wie steht es im Vergleich zu Fructozym P? Das heißt, hier im oberen Bereich, uns interessieren diese roten Kringel. Yes, hier, auch hier und hier haben wir No. Also, 21 Verkoster. Von den 21 Verkostern haben 12 Verkoster, die in den Wiederholungen die jeweiligen enzymbehandelten Präparate wiedererkannt. Das heißt für uns, zu 95% Wahrscheinlichkeit, dass die Ergebnisse wieder so getroffen werden würden, haben wir hier diese P-Valute, sagt das natürlich mit aus, und hier eben dieses Ja. Also das heißt, die Verkoster haben die Unterschiede wahrgenommen. Auch bei dem Trenolin Bouquet haben sie Unterschiede wahrgenommen. Auch hier 21 Verkoster, 12 von den 21 haben die Ergebnisse wieder getroffen, haben das Trenolin-Bouquet wieder identifizieren können und Trenolin-Discizym FM auch identifiziert. Und dann bei der dritten Gegenüberstellung Fructozym P und Discizym FM war es eben nicht der Fall. 21 Verkoster, nur 6 haben hier getroffen. Und das ist natürlich dann in der Wiederholbarkeit oder dass wir sagen können, die haben diese enzymbehandelten Präparate wiederentdeckt. Das können wir nicht sagen. Das heißt, bei den ersten Rosé, Bouquet, gibt es Unterschiede sensorisch zwischen Discizym und zwischen Fructozym und Discizym eher erstmal nicht. Jetzt war die Frage als nächstes in dieser Just About Right Verkostung, wie sind denn diese Unterschiede? Und da haben wir unterschieden, ähnlich wie die Kollegin in Österreich, Fruchtintensität, Fruchttypizität. Und haben dann gesagt, die blauen eingefärbten zu wenig Intensität. Das Grün, just about right. Das heißt, damit das mit dieser Fruchtintensität sind die Verkoster zufrieden. Und rot eingeteilt. Oder angezeigt wäre natürlich jetzt viel zu viel von dem, also überaromatisiert, parfümiert beispielsweise. Und da können wir sagen, die Mehrzahl der Verkoster, ausgedrückt in Prozentvolumen hier, 59% der Verkoster sagen, Discizym FM eher zu wenig Fruchtintensität, aber auch beim Fructozym P, Bouquet und Rosé nicht ganz so zufriedene Verkoster mit der Intensität. Dann haben wir gesagt, okay, wie sieht es bei der Typizität aus? Auch da können wir sagen, meine Damen und Herren, dass eben 51% zu wenig Fruchttypizität wahrgenommen wurde, 43% hier. Bei dem Fructozym P waren 54% der Verkoster sehr glücklich und zufrieden mit der Intensität des Quittenaromas und eben im Trenolin Bouquet und Trenolin Rosé war es auch ähnlich dann. Ne? So, können wir sagen, Typizität und Intensität könnte es etwas mehr sein. Jetzt könnte es natürlich auch daran liegen, weil es ja doch relativ einheitlich ist, dass das am Ausgangsmaterial liegt und nicht an den Enzymen, sondern dass die Quitten vielleicht noch ein paar Tage hätten länger in den
in der Anlage hängen dürfen, um reifer zu werden, dass es am Reifegrad gelegen hat. Wie sieht es aus in den nächsten Eindrücken? Auch da die Geschmacksintensität. Auch hier Distizym, Fructozym, die liegen, ich sage jetzt mal für mich gerade die drei hier, Variante 1 oder Säule 1, 2, 1, 3 und 4, die liegen relativ eng beieinander. Bei dem Fructozym P, da waren sie wieder ein bisschen mehr mit der Intensität zufrieden. Also könnte man in der Intensität sicherlich arbeiten. Also ich schließe es eher auf das unreife oder nicht ganz reife Ausgangsmaterial des Obstes zurück. Bei der letzten Folie, auch da nochmal, wollten wir wissen, wie reintönig ist das? Und da können wir klar sagen, unser Distizym FM wurde von 71% der Verkostern als das reintönigste Produkt bewertet. Und die anderen Fehler war jetzt eher keiner, sodass man da sagen kann, alle vier Produkte waren fehlerfrei, aber von der Reintönigkeit, von der Klarheit, von der Stringenz des Produktes waren eben 71% sehr, sehr zufrieden. Also, was wollen wir mit der Sensorik aussagen? Was sagen die Ergebnisse im Allgemeinen aus? Halten wir als erstes fest im Fazit. Im Bereich der Analytik sind deutliche Unterschiede zwischen dem höchsten und dem niedrigsten Methanolgehalt. Und unser Distizym FM, was also ein spezielles Enzym ist, wo eben Methanol eben nicht zusätzlich noch freigesetzt wird, hat seinen Job gemacht in der Destillation. Gerade im Mittellaufbereich war der niedrigste Methanolgehalt und wir konnten einen Teil des Methanols mit dem Vorlauf mit abtrennen, sodass hier der Mittellauf deutlich niedriger mit Methanol versetzt war. Aber klare Aussage, alle vier Produkte waren im gesetzlichen Rahmen. Die Sensorik, in der Sensorik haben die Verkoster Unterschiede zwischen den ersten beiden Enzymen feststellen können und auch reproduzierbar, signifikant, statistisch abgesichert festgestellt zwischen dem Rosé, dem Bouquet und dem Distizym FM. Wohlgleich zwischen dem Fructozym Franke und dem Distizym FM. Hier waren die sensorischen Unterschiede nicht so deutlich. Wenn ich jetzt die Just About Right Prozente mal zusammen addiere und einen Just About Right Wert erstelle, sicherlich vielleicht ein bisschen ungewöhnlich, dann trifft sich aber eigentlich genau das wieder, was wir oben in der Sensorik belegen konnten. Unser Fructozym P und das Distizym FM liegen sehr eng, ich nenne es einfach im Just About Right Wert, währenddessen Rosé, Bouquet schon deutlicher nach unten abfallen oder andersrum eine eigene Gruppe bilden, somit unterschiedlich wahrgenommen wurden. Also, wenn ich jetzt eine Empfehlung aussprechen sollte, welches Enzym für welche Maische, dann wäre meine Empfehlung eine ganz einfache und simple. Distizym FM, immer verwenden bei pektinreichen Varianten. Das Obst zum höchstmöglichen Reifezeitpunkt ernten, nötigenfalls vielleicht eine zweimalige Beerntung oder dreimalige Beerntung der Bäume, gerade im Streuobstbereich. Ne? Sehr aufwendig, zeitaufwendig, kostenintensiv, aber bringt natürlich den höchstmöglichen Erfolg. Fructozym P, auch das ein sehr gut arbeitendes Enzym, allerdings, wie wir ja in der Analyse belegen konnten, durch die vollständige Pektinabspaltung, Aufspaltung, eine erhöhte, vielleicht erhöhte Freisetzung von Methanol, wo dann natürlich das Ganze im späteren, im analytischen Bereich, im Grenzwertbereich kritisch werden kann. Trenolin, Rosé und Bouquet wären jetzt Enzyme, wo ich sagen würde, im Weinbereich sicherlich herausragend, bei uns im Obstbereich haben wir vielleicht zwei andere. Meine Damen und Herren, die Verkostung fand statt mit einer sensorischen Auswertungsprogramm, mit einer EDV-Lösung, iQuestion, von daher waren wir da sehr glücklich. An der Stelle möchte ich mich noch bedanken beim Fachzentrum Analytik, beim Martin Gessner, Dr. Martin Gessner und der Frau Martina Fleder eben für
die analytische Begleitung des Versuchs und bei meinem lieben Kollegen Felix Baumann aus dem Fachbereich Önologie, sodass wir da jetzt die letzte Folie zum Schluss natürlich auch den Dank an Sie, meine Damen und Herren, dass Sie die ja doch 39 Minuten mir zugehört haben. Meine Damen und Herren, an der Stelle herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Grönert, auch von mir. Das war wirklich ein spannender Versuch und auch Vortrag. Und er zeigt schon sehr gut, dass Enzym eben nicht Enzym ist. Und oft denkt ja der Anwender, es ist eh alles das Gleiche, nur in anderer Verpackung. Und das beweist sehr gut, dass wir uns da Gedanken drum machen. Wir kommen jetzt gleich im nächsten Beitrag noch zu einem anderen Enzym, der Distizym-Reihe. Und das FM ist eben für die geringeren Methanolfreisetzung ausgelegt. Und das FM-Top dann auf diese starke Mazerierung und auch Aromafreisetzung, die man manchmal braucht. Und somit ist für jeden das richtige Gift sozusagen erhältlich. Wir haben nur eine Frage bis jetzt und die ist der Quitte geschuldet. Muss der Pflaumen und das Wachsige der Quitte entfernt werden vor dem Eichen oder reicht nur das Waschen? Das ist immer das ist immer wieder der Knackpunkt. Die Frage wird eigentlich jedes Jahr im Neuen gestellt. Also dazu kann ich eine ganz klare Aussage treffen. Wir haben ja in der kleinen Brennerei, ich glaube letztes oder vorletztes Jahr, eine Veröffentlichung gemacht, genau zu diesem Thema. Ich sage ein ganz eindeutiges Jein. Wir wissen alle, es gibt ja eine Vielzahl von ganz unterschiedlichen Quittensorten und jede Quitte-Sorte hat auch eine unterschiedliche Behaarung, einen unterschiedlichen Pelz. Es gibt Sorten, die haben relativ wenig von Haus aus, gibt aber auch Sorten, die haben deutlich mehr. Entscheidend ist die Aussage, mit zunehmendem Reifegrad wird der Pelz etwas weniger, währenddessen natürlich die Wachsschicht auf der Frucht immer vorhanden ist. Wir sagen, man kann Stilistik spielen. Das heißt, ich kann eine unterschiedliche Stilistik fahren, wenn ich jetzt Quitte putze oder eben nicht. Meine klare Aussage ist, und auch diese Quitten wurden nicht geputzt, wenn ich ganz viel Zeit habe, wenn ich viel Gesprächsbedarf mit meiner Familie habe, dann setze ich mich hin und putze die Quitten und kann stilistisch eine andere Stilistik anlegen. Und wenn ich, also da geht es dann eher in die vielleicht etwas klarere Richtung hinein. Wenn ich aber sage, ich möchte die Quitten nicht putzen, dann kann ich das ganz genauso auch tun. Es kommen keine schlechteren Produkte heraus, nur ich bewege mich in einem etwas anderen Aromaspektrum. Und das ist wie beim Wein. Kühlvergären, Warmvergären, die Hefe, diese Geschichte anwenden oder nicht. Das ist eine Frage des Geschmacks. Deswegen ein klares und eindeutiges Jein. Wir in Veitshöchheim putzen keine Quitten mehr. Klare Aussage. Vielen Dank. Und noch ein Punkt zur Methanolreduzierungsstrategie. In diesem Versuch hat man auch gesehen, es wurde zeitig abgebrannt. Es wurde dann auch gekühlt, gelagert. Beherzigen Sie sich das, denn die fruchteigenen Enzyme, jede Frucht hat eine eigene Enzymstruktur, die werden durch die Gärung und durch die pH-Absenkung nicht inhibiert und auch die Frucht selbst wird, also die eigenen Enzyme, die in der Frucht sind, werden über kurz oder lang Methanol, noch weiteres Methanol, der Methanolreserve im Pektin freisetzen. Das bedeutet, wenn Sie alles richtig gemacht haben, aber dann ein Vierteljahr warten bis zum Abbrennen, dann haben Sie alles, dann haben Sie nicht das genutzt, was Sie wollten, sozusagen. Das ist genau der Punkt. Man muss, glaube ich, bei uns im Obstbereich, im Brennbereich, im Spirituosenbereich ganz klar unterscheiden hin zum Weinbereich. Wenn ich einen großen Wein bereiten möchte, dann muss ich Zeit mir nehmen. Dann muss ich Autolysierung der Hefe stattfinden lassen, dann muss ich Zeit mir nehmen. Was ist jetzt das? Okay. Ah, es kam noch eine Frage.
Sollte man die Maische eher ruhen lassen oder ist Mischen, Rühren besser? Und wie oft sollte man das tun? Aber das haben Sie eigentlich vorhin schon wunderbar mit dem einmal täglichen Hut niederdrücken dargestellt. Einfach der Kuchen, der muss Flüssigkeit sehen, dass keine Essigbildner da sind. Sobald der Kuchen sich verflüssigt hat, die Gebinde am besten sogar voll beifüllen, dass man keinen Sauerstoffeintrag mehr hat. Und dann haben Sie auch Spaß mit einem aromahaltigen Destillat später. Absolut, absolut korrekt. Da muss man wirklich dran arbeiten. Das Ganze rührt, oder dieses Denken, ich mache den Deckel nicht auf während der Gärung, das rührt einfach aus einer Zeit, wo das Wissen um Gärung, was passiert mikrobiologisch, gar nicht so tief da war, wie es heute ist. Gärung ist nichts Schlechtes, im Gegenteil, wenn ich es richtig mache, kommt was Gutes bei raus. Wenn ich viel falsch mache, dann mache ich noch mehr, dann kommen einfach keine guten Produkte raus. Dementsprechend tatsächlich nur in der Hauptgärphase den Maischekuchen ganz zart einmal am Tag unterstoßen, vielleicht sogar früh und abend, weil einfach durch den CO2-Austrag mehr CO2 rausgeblasen wird, wie Sauerstoff eingetragen wird und dementsprechend nicht negativ das Ganze. Da bin ich auf jeden Fall dabei. Und am Ende, wie Sie gesagt haben, wenn es geht, die Maischefässer beifüllen, spundvoll, Deckel zumachen, vielleicht sogar noch einen Ticken mit CO2 überschichten, den Rest Deckel zumachen und kühl lagern, weil da einfach dann mikrobiologisch die Maische sich nicht mehr verändert. Wunderbar, vielen Dank, Herr Gröner. Das würde ich dann auch als Schlusswort zum Thema Maische und Obst nehmen. Wir haben noch einen Beitrag meines Kollegen Hendrik Giersieben. Der Hendrik, der hat mehrere Jahre als Produktentwickler in der Spirituosenindustrie gearbeitet, bis hin sogar nach Mexiko. Und er hat sich dem Thema gewidmet, Enzymeinsatz zur Aromaextraktion von Botanicals bei Trendspirituosen wie Gin, Bitters, Amaros und Likören. Und das ist hier im Fokus. Wir haben das Ganze aufgenommen, da der Hendrik heute im wohlverdienten Sommerurlaub ist und Mats ab, wie man früher immer so schön im Fernsehen gesagt hat. Vielen Dank. Guten Tag, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer des diesjährigen Brennereiseminars. Mein Name ist Hendrik Giersieben. Ich bin bei der Firma Erbsmühle als Anwendungsingenieur tätig im Bereich Wein in Deutschland. Betreue dort unter anderem die Weinbauregionen Franken und Rheinhessen. Ich habe mit dem Thema Spirituosen insofern eine Verbindung, weil ich in dem Bereich mehrere Jahre auch gearbeitet habe. Und zwar in Mexiko im Bereich Fokus Agavenspirituosen. Was mich auch überleitet ein bisschen zu dem Thema des heutigen Seminars. Sie sehen es schon im Titel: Enzymeinsatz zur Aromaextraktion von Botanicals. Ich werde das im Laufe der Präsentation genau auflösen, worum es dabei geht. Der Titel Trendspirituosen im Fokus ist natürlich ein bisschen plakativ formuliert, einfach weil Trends ja immer so ein bisschen geflügeltes Wort ist. Man kann aber durchaus sagen, ein Trend, deswegen habe ich das Thema Mexiko erwähnt, ist aktuell Agavenspirituosen wie Tequila haben beispielsweise im US-Markt jetzt den Absatz von Whisky überholt, sind somit durchaus eine Spirituose, die stark im Trend ist. Was das jetzt auf diese Spirituosen bedeutet, die ich im Seminar vorstelle, werde ich Ihnen gleich sagen, sind andere Kategorien. Es geht jetzt nicht um Tequila, sondern um aromatische, botanical-basierte Spirituosen, die auch durchaus im Trend liegen. Kurz zur heutigen Agenda. Wir gehen erstmal, möchte ich Ihnen kurz vorstellen, was meiner Einschätzung nach Trends in der Spirituosenbranche sind, weltweit, national oder auch lokal, worum es dabei geht, was ich habe mir ein bisschen die Fachpresse auch angeschaut, was dort geschrieben wird und diverse Reports, die Branche betreffen und das so ein bisschen synthetisiert. Dann, welche Kategorien betrifft das, diese enzymatische Aromaextraktion?
Wie werden grundsätzlich Botanicals extrahiert? Einfach nur mal kurz da rekapitulieren, wie das aktuell abläuft. Was ist der klassische Herstellprozess? Und dann möchte ich einfach nochmal die Arten von Botanicals aufschlüsseln, die es gibt, mit denen gearbeitet wird, um auch anhand dessen dieses neue Herstellungsverfahren erklären zu können, was ich Ihnen heute zeigen möchte, was eben diese enzymatische Aromaextraktion beinhaltet. Ich untermauere das am Ende nochmal mit Versuchsergebnissen, die uns aktuell vorliegen. Und möchte Ihnen jetzt das Ganze einfach vorstellen. Und zwar Trends in der Spirituosenbranche. Wie gesagt, ein geflügeltes Wort, aber man kann es ja durchaus mal einfach aus dem Gefühl auch schon sehen. Aperitivgetränke wie Liköre, insbesondere Bitter-Aperitivgetränke, Amaros. Gin ist eigentlich auch immer noch weiter im Trend, obwohl es jetzt schon stark in der Masse angekommen ist. Vermutgetränke, man sieht es immer öfter. Gerade jetzt beispielsweise ein Bittergetränk ist es mittlerweile eigentlich Standard, dass auch ganz normale Gaststätten, die jetzt keinen besonderen Fokus auf Cocktails oder Drinks haben, dass die auch einen Aperol Spritz oder sowas anbieten. Das sieht man eigentlich jetzt wirklich weit verbreitet. Der Hugo hat ja in den letzten Jahren auch schon mal da in dem Bereich viel Bewegung gezeigt. Aber was man grundsätzlich so zu diesen ganzen Getränken sagen kann, ist, dass der Trend irgendwo dahin geht, dass der Geschmack in den Vordergrund gestellt wird. Flavor Focus nennen das einige Veröffentlichungen. Geht darin, dass man einfach auf der Suche nach dem aufregenden Geschmackserlebnis ist. Ne? Welche neuen Aromen kann man transportieren? Wie kann man den Verbraucher, die Verbraucherin am besten ansprechen? Gibt es irgendwelche lokalen Elemente, wie jetzt beispielsweise hier im Frankfurter Raum die grüne Soße, die man in ein Getränk wie ein Bier oder ein Gin, wie es einige Hersteller tatsächlich machen, übertragen kann und das auch erfolgreich. Was auch ein Trend ist, ist definitiv der Weg hin zu weniger Alkohol oder alkoholreduzierten Produkten, was auch sich in dieser Aperitivkultur irgendwo manifestiert. Das ist einerseits mehr Genuss, mit etwas weniger Alkohol oder eben als Mixgetränk. Das heißt, der Geschmack der Spirituose, wenn ich jetzt an irgendeinen zarten Himbeergeist oder sowas denke, im ausgemischten Getränk mit Tonic Water, so kann das schon funktionieren, aber man braucht eigentlich da mehr Komplexität und mehr Volumen im Aromabereich. Das heißt, diese Aperitivkultur wird auch als Langzeittrend im Bar- und Cocktailbereich gesehen. Das ist in Märkten wie USA, Großbritannien, aber auch Italien schon total angekommen beim Endverbraucher, bei der Endverbraucherin. In Deutschland kann man sagen, dass es sich in den Jahren mittlerweile immer stärker und besser entwickelt hat. Und das ist eigentlich ein schöner Bereich, der eine große Chance für insbesondere kleinere Brenner oder Brennerinnen auch darstellt, um ihre Produkte zu positionieren und neue, frische Ideen zu transportieren. Dass gerade diese Gastronomie-Szene in Deutschland auch da in Bewegung kommt und auch nach Alternativen zu dem klassischen Aperol oder sowas sucht. Das ist definitiv angekommen, auch jetzt außerhalb der Städte, jetzt Berlin, München, wo schon immer sehr viel Kreativität in dem Bereich jetzt in den letzten Jahren zu sehen ist. Aber ich sehe da drin auch eine Chance, gerade für kleinere Brenner oder Brenner, die ein breiteres Produktportfolio haben, um dort Fuß zu fassen und das zu positionieren. Über welche Kategorien rede ich heute? Diese enzymatische Aromaextraktion insbesondere betrifft, die haben als Gemeinsamkeit in diesen Extraktionsvorgang von pflanzlichen Komponenten, die ich jetzt in dem Fall als Botanicals bezeichne. Das sind zum einen Destillate, Hauptvertreter vielleicht irgendwie aktuell immer noch Gin oder Absinth. Das sind eigentlich jetzt letzten Endes auch in der Form von einem Geist. Liköre wie Likörwein, Bitterliköre. Likörwein ist beispielsweise der Vermut oder Bitterlikör. Da gibt es jetzt unendlich viele Vertreter, insbesondere in Italien, die eben bekannt sind. Mazerate, ob das jetzt auch im häuslichen Bereich innen aufgesetzter ist oder ein Auszug oder auch eben Bitteressenzen, die durchaus sehr im Trend liegen. Gerade für Bartender ist das eine super Möglichkeit, den Drink nochmal aufzupeppen. Bekanntester ist vielleicht Angostura Bitter, aber da gibt es auch mittlerweile richtig schöne Produkte, die Lokalität auch mit einbeziehen. Und ich habe das in Berlin gesehen, in einer Bar, die dann irgendwie Sauerampfer-Essenzen oder
Veilchenwurzel oder 1000-Güldenkraut-Extrakt da genutzt hat und durchaus da sehr ansprechende Produkte hergestellt hat. Letztendlich führt das aber auch alles zu einem Bereich hin. Also einerseits wird die Bar das irgendwie verwenden, ausmixen, aber andererseits eben auch zu sogenannten Ready-to-Drinks. Das ist im Prinzip diese fertig ausgemixten Getränke, die diese alkoholische Basis eben enthalten, ob das jetzt ein aromatisierter Wein ist, vielleicht irgendwie schon als Schorle oder als Spritz ausgemischt oder Alkopops, Harddrinks, jetzt der Hard Seltzer oder Hard Teas oder sowas, da gibt es ja schon sehr viele Kategorien. Alkopops klingt abwertend, aber man findet im Prinzip aktuell da in dem Bereich immer mehr. Ich habe jetzt gerade letztens auch einen Wermut-Cider auf der Dose gesehen, das sind wirklich einiges los. Gerade aber auch zum Beispiel alkoholfreie Spirituosen oder alkoholfreie Getränke, die in dem Bereich ankommen. Und die, wie gesagt, eine sehr schöne Möglichkeit darstellen, sich auch abzusetzen, lokale Elemente mit einfließen zu lassen und vielleicht der Spirituosenbranche in Deutschland auch eine schöne Möglichkeit bieten, sich neu zu erfinden oder neue Elemente mit einzubringen, die dem Zeitgeist entsprechen. Ja, wie läuft das klassischerweise in diesem Bereich ab? Also die Botanicals werden Standard-Extraktionsvorgang unterzogen, das heißt Ethanol-Wassergemisch, meistens prima stellt. Manche nehmen da auch aufgereinigte Nachläufe, die hochgebrannt werden und mit Aktivkohle nochmal gereinigt werden, weil sie ein bisschen weicher sind. Man kann da vieles nehmen. Wichtig ist nur, meine Empfehlung, verdünnen Sie sich auch mal den normalen Prima-Sprit, auch Trinkstärke oder noch niedriger und gehen gezielt auf die Suche nach Fehlaromen. Also da ist auch nicht alles super sauber, sondern es ist wichtig, gerade wenn man dieses Zusammenspiel hat von bestimmten feineren Aromen von den Botanicals, dass man eigentlich ein störungsfreies Grundprodukt hat. Für diese Extraktion spielt letztendlich die Alkoholkonzentration eine Rolle. Ich habe mal so die Standard-Range von 40 bis 70 Volumenprozent angegeben. Gibt sicherlich auch andere Fälle, wo das höher oder noch niedriger ausfällt, aber das ist so der Hauptbereich, wo man die meisten Extraktionsvorgänge eben sieht. Bei höheren Konzentrationen von Alkohol hat man einfach eine bessere Löslichkeit dieser ätherischen Öle, das man beobachten kann, aber teilweise werden auch durch diese aggressivere Extraktion ungewünschte Aromen rausgelöst. Da muss halt jeder und jede den Weg finden, wie das optimalerweise abläuft oder wie das halt den sensorischen Ansprüchen gerecht wird. Bei niedrigeren Konzentrationen werden eher Bitterstoffe ausgelöst oder vielleicht auch angenehmere Bitterstoffe. Das kann aber auch dazu führen, dass sich auch so muffige Noten mit rauslösen. Wie gesagt, das ist so ungefähr so ein bisschen Teil der Rezeptur, die jeder auch individuell hat. Das lässt sich pauschal nicht sagen. Tendenziell ist es eher bei 50, 60 Volumenprozent oder auch mehr. Was man berücksichtigen muss, ist natürlich Wasseranteile der jeweiligen Botanicals, ob das jetzt eine Rinde ist, die komplett trocken ist oder eine Beere, die etwas Wasser enthält. Die Kontaktzeit natürlich durch Strom im Aromakorb. Standardsatz in Gin ist beispielsweise Two Nights, One Day, also sowas zwischen 18 und 36 Stunden als sehr kurze Aggressionszeit, aber bei hohen Konzentrationen Alkohol oder längere Extraktionszeit, wie man es beispielsweise vom Nocino oder sowas kennt, mit dem grünen Nüssen, die können durchaus auch mal Wochen oder Monate stehen und extrahiert werden. Die Kontaktoberfläche spielt natürlich auch noch eine Rolle. Ist das vermahlen, ist das kleingeschnitten, gerebelt? Sind das ganze Früchte, was vielleicht gerade bei gefrorenen Beeren manchmal auch genutzt wird, dass man die nicht so klein matscht? Da hat jeder so seine Rezeptur und muss sich da auch irgendwie rantesten. Ist ja auch quasi ein Alleinstellungsmerkmal dann diese Rezeptur oder die Vorgehensweise. Hier kurz die Herstellung, die Sie auch sicherlich kennen, ganz einfach dargestellt. Rohwaren, wichtig, prüfen Sie auf jeden Fall die Qualität. Da gibt es oftmals große Unterschiede, auch von den Standardanbietern. Man kann auch durchaus mal frische Kräuter verwenden. Das ist auch gerade bei Zitrusschalen sehr schön zu sehen. Die getrockneten Produkte haben oftmals doch ranzige Noten. Also schauen Sie sich da ruhig um, auch dann auf der Suche nach dem perfekten Aroma. Genau, also die alkoholische Mazeration folgt dann eben dieser, die Rohwaren werden als Mazerat angesetzt oder teilweise auch schon direkt im Aromakorb verwendet, deswegen noch der zweite Balken. Aber, und das Mazerat kann dann entweder direkt schon ausgemischt werden für das fertige Produkt, es kann eine Destillation folgen und eine Destillation mit Aromakorb und alles zusammen. Also da gibt es viele Wege, wie man was zusammenführen kann.
Das ist dann eines dieser neuen, ja, das sind keine neuen Kategorien, aber eines dieser neuen Produkte gibt. Man ist ja dann quasi nicht unbedingt auf eine geschützte Ursprungsbezeichnung angewiesen, die einen in gewisser Weise ja auch einschränkt, sondern da ist eigentlich der Kreativität ja keine Grenzen gesetzt. Welche Arten von Botanicals gibt es und warum nutze ich eigentlich dieses Wort Botanicals? Man hat ja klassischerweise diesen Begriff Drogen, der aus der Pharmazie auch so ein bisschen kommt. Ich finde, der greift einfach zu kurz. Die Botanicals sind in den letzten Jahren, ist das auch so ein bisschen aufgebrochen worden, das Thema, wo dann jetzt japanische Jutsus frisch eingesetzt werden, bis hin zu mexikanischen Guaven oder Wacholder, frische Beeren aus Mazedonien. Da gibt es so eine breite Vielfalt mittlerweile, dass man, dass für mich der Begriff Drogen einfach zu kurz greift. Und was aber allen gemeinsam ist, dass sie letztendlich nicht vergoren werden. Also wir sprechen hier nicht von der klassischen Maische, die vergoren wird und destilliert wird, sondern wir sprechen von reiner alkoholischer Extraktion durch neutralen Alkohol. Das hat den Vorteil, dass man viel weniger Menge auch braucht. Man kann gerade sowas wie eine Wildhimbeere oder sowas, wo man irre viel Wareneinsatz hätte für Brand, erfolgreich auch dann einsetzen. Gibt den frischen Zustand, funktioniert das Ganze sehr gut. Probieren Sie das auf jeden Fall mal auch bei Kräutern aus. Da kann man auch schön spielen mit dem Alkoholgehalt etc., dass gerade diese muffigen Töne nicht kommen, auch wenn das der Wassergehalt bei frischen Produkten natürlich sehr hoch ist. Gefroren funktioniert sehr gut, aber auch getrocknete, insbesondere Gewürze, ist da ein guter Zustand, den man meistens finden kann. Typen, einfach mal aufgelistet, was es alles gibt, das ist Ihnen sicherlich ein Begriff, aber ich habe Ihnen auch noch mal Beispiele genannt, die aktuell halt in bestimmten Getränken sich auch wiederfinden. Gerade jetzt auch Kategorie Sonstiges, Kaffee, Tonka, Nüsse, Gemüse, Pilze soll einfach zeigen, dass da eigentlich der Kreativität keine Grenzen gesetzt sind. Was einfach das Ziel ist, um wie diese Produkte umgesetzt werden in der Produktidee, ist meiner Meinung nach oder meiner Erfahrung jetzt nach, wenn ich den auch alles jetzt gelesen habe, dass als modernes Ziel, was ich definiert habe, nämlich Aromakomplexität, Vielfalt, Besonderheit. Wie kann ich mich absetzen von der breiten Masse oder von den Produkten, die standardmäßig auch im LEH irgendwie etabliert sind? Und was wichtig ist, was in Deutschland langsam ankommt, aber noch nicht angekommen ist, ist eben das Thema Mixability. Das soll heißen, dass man sich auch mal Gedanken macht, wie kann dieses Getränk, was ich herstelle, getrunken werden? Wie kann es der Endverbraucher, die Endverbraucherin daheim umsetzen? Kann man das beispielsweise einfach mit einem Tonic Water irgendwie trinken oder einfach ein bisschen Blub, also sprich Sprudelwasser? Oder funktioniert das auch gut mit einer Cola oder einer Limo? Wie passen da Sachen zusammen? Gerade jetzt Kräuter passen vielleicht, bittere Elemente passen schön zu einem Tonic, aber auch die Wurzeln, Gewürze lässt sich auch manchmal sehr gut mit Cola kombinieren oder mit einer klassischen Cola oder Limo. Vielleicht gibt es auf jeden Fall viele Möglichkeiten. Sie müssen jetzt keine Bartender sein, die sind da auch wesentlich kreativer in dem Bereich unterwegs, aber sich mal Gedanken machen, wie man das Produkt auch trinken oder zum Genuss führen kann. Ziel dieser Extraktion, wenn diese Botanicals extrahiert werden, ist natürlich einfach das Herauslösen dieser wertgebenden Geschmacksstoffe, dass das Produkt als besonders empfunden wird oder als intensiv empfunden wird, als authentisch empfunden wird etc. Natürlich lösen sich auch Farbstoffe raus, ganz klar. Wir haben aber im Prinzip zwei Hauptkomponenten, die in diesen Getränken eine große Rolle spielen. Das sind einerseits die Bitterstoffe, da jetzt mal ein paar aufgeführt, die dafür charakteristisch sind, aber auch ätherische Öle, was so ein Überbegriff ist für leicht flüchtige aromatische Komponenten. Da ist Ihnen sicherlich das ein oder andere Begriff, gerade die beispielsweise das Reosmin, das ist dieser charakteristische Himbeerstoff, dieses Geruchsmolekül, was direkt im Kopf diesen Gedanken an Himbeere auslöst. Ja, aber auch gerade die Bitterstoffe, Naringin, Hesperidin, als Glykoside, diese typischen Zitrus, Bitterstoffe, Pomeranze, Bitterorange auch an einem hervorrufen. Diese Komponenten möchte ich erhalten. Und natürlich sind die in den verschiedenen Botanicals, wie ich sie vorher als Typen gelistet habe, unterschiedlich vorhanden. Manche haben aus beiden Kategorien etwas, manche sind eben wirklich nur
leicht flüchtige aromatische Komponenten. Manchmal habe ich beides, wie eine Zitrusschale, die sehr stark auch mit dem Weißen, mit dem Albedo abgeschält wurde. Dann habe ich Bitterstoffe und eben diese starken ätherischen Noten. Da ist der Kreativität auch keine Grenzen gesetzt. Aber wichtig ist diese Unterscheidung dieser beiden Stoffe. Man kann schon eher sagen, dass die Bitterstoffe vielleicht eher aus Wurzeln und bestimmten Kräutern kommen und die ätherischen Öle eher aus Kräutern, Früchten, Fruchtschalen. Aber das lässt sich auch nicht pauschalisieren. Hat aber eine Auswirkung auf das, was ich Ihnen jetzt vorstelle, nämlich die enzymatische Extraktion. Dass man im Prinzip dieses Mehr an Aroma nicht nur durch die alkoholische Extraktion fördert und die bekannten Verfahren oder Stellschrauben, die ich Ihnen vorgestellt habe, sondern auch eben durch den Einsatz von Enzymen gezielt, dass die Aromaausbeute erhöht, das Ganze vielleicht auch wirtschaftlicher wird, aber auch ein breiteres Aromenspektrum abgedeckt wird, was vielleicht als spannender von den Endkunden, Endkundinnen empfunden wird. Die Idee dahinter ist, diese Mazerationswirkung einfach gezielt durch Enzymeinsatz verstärken. Gezielt heißt, einerseits eben diese besondere Glucosidase, Beta-Glucosidase-Aktivität, dass man das durch ein Enzym einbringt und somit zuckergebundene, flüchtige Aromastoffe freisetzt, weil in der gebundenen Form diese eben sensorisch sich nicht bemerkbar machen. Das heißt auch letztendlich vielleicht nicht im Endprodukt landen, wenn es beispielsweise destilliert wird, aber auch im Mazerat unwirksam sind. Wenn ich diese aber freisetze durch den Enzymeinsatz, habe ich ein Plus an Terpenen, ein Plus an Aroma. Das zeige ich Ihnen nachher noch in den Versuchen, was das bewirken kann und eventuell ein komplexeres Produkt oder kann den Rohwareneinsatz reduzieren. Stark mazerierende Enzyme dienen dann zum Aromaaufschluss von Wurzeln, Gewürzen, die einfach eine ganz andere Struktur haben. Da muss man wirklich mit der vollen Power draufgehen, unserer Erfahrung nach, um da was rauszuholen. Und dann zeigen sich auf einmal wirklich schöne Aromen, die sich auch, also es ist ein deutliches Plus an Aromengewinn und schöne Aromen, die man auch findet. Also es ist eine Kombination an Aktivitäten, die man da benötigt, Zellulase, Hemicellulase, Pektinase. Sie können sich vorstellen, dass man sowas wie ein Wurzelgerüst oder sowas auch nicht einfach knackt. Ne? Also da muss man schon volle Power geben und dann kommt auch manchmal das Ethanol als Extraktionsmittel gar nicht so einfach dran. So kann man da im Prinzip schon mal die Grundlage legen. Diese Einteilung ist wichtig, weil sie sich auch so ein bisschen an dieser Gruppierung in ätherische Öle und Bitterstoffe orientiert. Und zwar, das führt mich jetzt zu diesem neuen Herstellungsverfahren. Das ist auch wieder diese vereinfachte Darstellung. Natürlich ist so ein Verfahrensflussdiagramm viel komplexer, aber um einfach es mal zu illustrieren, haben wir uns Gedanken gemacht und diesen enzymatischen Mazerationsprozess vorgeschaltet, vor dem klassischen Prozess. Also Rohware, Eingangskontrolle, Qualität prüfen. Hat das ein tolles Aroma? Ist das, wo ich hin will? Und dann als allerersten Schritt die enzymatische Mazeration. Das sieht wie folgt aus. Das ist im Prinzip, wie unten auch jetzt geschrieben, eine Vorstufe von der normalen, klassischen alkoholischen Extraktion. Es wird im Prinzip für 18 bis 36 Stunden, auch gegebenenfalls länger, das bleibt Ihnen überlassen, bei Raumtemperatur diese Mazeration durchgeführt. Das heißt, Sie nehmen Ihre Botanicals und setzen die mit Wasser-Alkohol-Gemisch bei ungefähr 15 Volumenprozent, dass man schon mal einen gewissen Schutz hat, an das Mazerat. Sie können ja das Wasser, was Sie anteilig später auch verwenden würden, da schon nutzen und letztendlich später in der alkoholischen Mazeration das einfach nur noch nivellieren. Das kann man natürlich dann auch vorberechnen. Der Alkoholbereich von 15 Volumenprozent daher, weil je höher die alkoholische Konzentration, desto niedriger die Enzymaktivität. Das heißt, man schränkt die sehr deutlich ein. Ab 25 Volumenprozent passiert ja praktisch nichts mehr. Das heißt, das ist so ein Trade-off, den man finden muss, dass es quasi geschützt ist in auch einem geschlossenen Gebinde und man diese 18 bis 36 Stunden stabil die Botanicals extrahieren kann, ohne dass da Oxidationsprozesse großartig stattfinden und das Produkt eventuell sogar verdirbt. Was auch noch ein entscheidender Faktor ist, ist eben die pH-Einstellung. Einerseits in den optimalen Bereich der enzymatischen Aktivität kommt und andererseits auch noch einen wirksamen Schutz bietet. Bei der Destillation ist das dann letztendlich hinfällig für Ihr, wenn Sie rein auf Mazerat-Basis ein Produkt ausmischen, müssen Sie natürlich schauen, ist das mit dem pH-Bereich
für Sie so tragbar? Vielleicht können Sie sich dann eher Richtung 5 orientieren oder den pH danach nochmal anpassen, gegebenenfalls mit Kalinat oder sowas ein bisschen wieder entsäuern. Die Anwendungshinweise, wie das jetzt Ganze abläuft, sieht wie folgt aus. Also Sie nutzen Trebellin Bouquet Plus, das ist das Enzym von Erbsenö, das eine Einschritthydrolase, also eine Diglucosidase enthält. Das heißt, es geht sehr schnell, dieser Prozess, das Terpen eben von diesem glykosidischen Rest abzuspalten und freizusetzen, das eben in diesem Bereich ätherische Öle als entscheidendes Element, das Aroma zu boosten und die Komplexität zu erhöhen. Und für den Aufschluss von Wurzeln, Gewürzen, auch Wacholderbeeren, aber auch andere Sachen, auch in Kombination funktioniert eben das Destizym FM Top sehr gut. Beide in der Dosage von ungefähr 30 Milliliter auf 100 Kilo Mazerat. Es ist eine sehr hohe Dosage, aber Sie müssen auch bedenken, dass Sie ein sehr kurzes Zeitfenster eben haben und das ist im Prinzip auch individuell anpassbar. Mit der Dosage können Sie sich mal herantasten. Das Schöne ist an diesen beiden Produkten, ist, dass sie auch in einer 100-Milliliter-Packung verfügbar sind, somit auch für Sie relativ einfach mal ein Test durchgeführt werden kann, wo Sie eine Kontrolle gegen so ein Produkt laufen lassen. pH-Absenkung gibt es ein Produkt, das nennt sich pH-Senker von Erbsen. Das ist ein Kombinationsprodukt auch von Milchsäure und Zitronensäure, das sehr gut funktioniert, relativ einfach, unkompliziert und ungefährlich, der pH auf 4 bis 5 eingestellt werden kann. Ich empfehle Ihnen im ersten Schritt, dass Sie mal ungefähr 24 Stunden Standzeit, vielleicht auch mal bis 48 Stunden ausstehen, wählen und dann die alkoholische Extraktion startet, nach dem gewohnten Schema vorgehen. Das Ganze möchte ich Ihnen belegen anhand von Versuchsergebnissen, die wir dieses und letztes Jahr gewonnen haben. Und zwar ist das auf der linken Seite ein Versuch mit italienischen Bitterorangen. Das ist mit einem Kunden in Italien passiert. Da wurde als Kontrolle dargestellt, wie gewohnt verfahren und in blau dargestellt mit diesem enzymatischen Extraktionsschritt vorneweg. Danach wurde weiter verfahren wie immer. Und wir haben 43 Terpene analysiert. Die sind natürlich alle sehr unterschiedlich in ihrer Konzentration. Das ist alles in Mikrogramm pro Liter. Ich musste bei Limonene schon das Ganze durch 10 teilen, dass ich es auf dieser Grafik abbilden können. Also es ist 10-fach höher in dem Fall. Aber es gibt auch Terpene, die eine sehr geringe Konzentration haben, aber durchaus immer noch über der Geruchsschwelle oder Wahrnehmungsschwelle eben sind. Aber nur, dass Sie einen Eindruck gewinnen. Es ist sehr, sehr deutlich, auch insbesondere gerade bei Limonene oder Etapignol, dass es eine höhere Konzentration an Terpenen vorliegt durch diesen Enzymeinsatz. In dem Fall kombiniert Trebellin Bouquet plus Destizym FM Top. Und wir haben letztendlich 72% mehr Terpene in dem Produkt mit Enzymeinsatz erhalten. Und es wurde auch sensorisch als wesentlich komplexer, frischer und besser eingeschätzt. Das andere ist jetzt ein klassischer für den Bereich Gin zum Beispiel Versuch, zwar mit italienischen Wacholderbeeren. Da haben wir mal die beiden Enzyme verglichen gegen eine Kontrolle und Sie sehen auch, dass alle enzymierten Produkte, das ist jetzt auch nur eine Auswahl von typischen charakteristischen Terpenen, dass die enzymierten Produkte deutlich mehr Terpenkonzentrationen aufweisen. Bei Destizym FM Top ungefähr knapp 40%, bei Trenolin Bouquet Plus fast 50%. Aber lassen Sie sich auch von den Zahlen nicht täuschen. Die Enzyme holen schon unterschiedliche Fraktionen raus. Und zwar ist es gerade hier schön zu sehen, beim Citronellol hat das Trenolin, das Destizym FM Top die Nase vorn. Und gerade bei dem Linalol ist es eben das andere Produkt, nämlich das Trenolin Bouquet Plus. Das heißt, Sie können auch so ein bisschen die Stilistik beeinflussen und sich das Ganze zu eigen machen. Es ist für mich ein sehr schönes Tool, wie man spielen kann. Natürlich kann man auch individuell diese ganzen Faktoren anpassen, wie ich das schon eben erwähnt habe. Das Ganze zusammengefasst ist meiner Einschätzung nach, unserer Einschätzung nach wirklich ein neuer Weg, wie man Produkte ausdrucksstärker, komplexer, zeitgemäßer formulieren kann. Probieren Sie es doch einfach mal aus. Sie können das relativ einfach auch in einem Versuch selbst darstellen, wenn Sie eine Kontrolle
gegenüber einem, also wie sie schon immer gearbeitet haben, gegenüber so dieser enzymatischen Mazeration einfach als Vergleich mal ansetzen im kleinen Maßstab. Und was uns besonders am Herzen liegt in dem Fall ist, dass wir uns quasi als Botschaft an Sie, wir beschäftigen uns mit den Trends, wir schauen uns das Ganze an und gucken auch, was sind die Bedürfnisse von den Brennern. Die Industrie ist einfach auch in Bewegung, wo man sich hin entwickeln möchte, was macht die Konkurrenz, was machen die, was machen andere Nationen, was passiert in Großbritannien, in den USA und wie sieht dieser Blick, dieser berühmte Blick über den Tellerrand aus, wie könnte das aussehen von technologischer Seite aus. Ich hoffe, wir konnten Ihnen damit eine kleine Inspiration mit auf den Weg geben. Vielleicht haben Sie Lust, das auszuprobieren. Wenn Sie fachliche Fragen oder auch einfach das ausprobieren möchten, haben, wenden Sie sich gerne an uns. Wir versuchen Ihnen da auf jeden Fall zu helfen und Ihnen auch Ideen für besondere Produkte zu geben. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und viel Spaß bei den noch folgenden Vorträgen. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Tag. So, vielen Dank, Hendrik, und genieße deinen Urlaub. Das war ein spannender Vortrag und ich möchte auch mit diesem Vortrag heute das Seminarprogramm beenden. Ich denke, der Hendrik Giersieben hat auch nochmal sehr schön gezeigt, was enzymatisch möglich ist über den Tellerrand hinaus. Viele kleine Brenner haben mittlerweile gerade Gins im Sortiment und wenn Sie nicht bei einem Aromenhaus eine fertige Mischung kaufen wollen und Sie nicht wissen, was Sie machen sollen, kontaktieren Sie uns doch einfach mal diesbezüglich und gerade hier im Herstellen von eigenen Auszügen ist schier Tür und Tor geöffnet. Alle Möglichkeiten stehen Ihnen da offen. Ja, ich möchte mich bedanken. Ich habe es schon in den Chat geschrieben. Sie können Anregungen und Anmerkungen gerne über die E-Mail-Adresse marketing@erbsle.com an uns schicken. Und Sie werden auch noch in den nächsten Tagen eine kleine E-Mail von uns bekommen mit einem Link, wo wir gerne abfragen möchten, wie Ihnen das Ganze gefallen hat. So, dann haben wir 19 Minuten überzogen und ich denke, es ist überall in unseren Breiten jetzt Mittagstischzeit. Es ist schönes Wetter. Wir bedanken uns, dass Sie sich die knapp über 2 Stunden Zeit genommen haben, uns hier zu lauschen und genießen Sie noch den Tag. Machen Sie es gut.